Moin! Hi. Hi, Leutchen. David, hallo, Dalvisat, Denzel, hallo, Rainer. Wie geht's euch? Alles gut? Ist auch so warm bei euch? Sorry. Moin, moin, moin. Oh. Erstmal Sushi dann gönnen, genau. Ja, hier ist ziemlich warm, ey. Boah, es ist richtig heiß. Es passt gar nicht irgendwie jetzt hier noch so irgendwie 2 Stunden zu sitzen. Aber hey, es muss sein. Es muss sein. Auf dem Balkon mit Wassermelone, das klingt gut, ey. Ja, heute Xbox Showcase. Ich glaube, das wird ziemlich geil. Ich glaube, das wird ziemlich geil. Ich glaube nicht nur, dass es der beste Showcase dieses Jahr wird, sondern ich glaube, das wird auch der beste Xbox Showcase seit vielen Jahren. Ich glaube, das wird richtig cool. Ich glaube, das wird richtig geil. Also, wir wissen ja, dass die einige Games in der Mache haben. Aber heute, wenn sie dann endlich mal ein bisschen auch zeigen, was das für Games sind mit Gameplay und vielleicht noch die ein oder andere Überraschung mit draufpacken, ne? Ich glaube, das wird richtig geil. Also, ja, cool, ich freue mich. Hallo, Pasi. Ja, meine Erwartungen sind auch hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, aber das wird. Ein paar Sachen wissen wir ja schon, ne? Ein paar Sachen wurden ja auch schon geleakt. Atlus hat ja selbst zum Beispiel Persona 3 Remake geleakt, aber das ist sowieso Multiplattform. Und ich glaube, Microsoft hat auch Forza Motorsport schon das Release-Date geleakt, glaube ich, wenn mich alles täuscht, irgendwie so Richtung Oktober. Aber verbessert mich, wenn ihr das besser wisst. Ja, was muss passieren, damit du richtig enttäuscht bist? Ja, wenn sie das wieder so machen wie die letzten Jahre, ne? Also die ganzen Games, die sie vor Jahren angekündigt haben, wenn sie die einfach ignorieren und nichts dazu sagen. Aber das wird nicht passieren. Also ich glaube, wüsste jetzt nicht, warum heute nichts kommen sollte. Ne? Sie haben ja extra sogar Starfield ausgelagert, wenn ich das hier richtig sehe. Also die machen den Showcase ohne Starfield. Das ist doch schon mal eine Ansage. Und ich freue mich, ihr habt das Thumbnail gesehen. Ich möchte Hellblade 2 ein bisschen mehr endlich sehen. Ich möchte was zu Avowed sehen und vielleicht ein bisschen was Infos zu Perfect Dark oder Fable. Was die Machine Gun Games machen, das neue Indiana Jones Games oder so. Einfach so ein paar Infos. Einfach geile AAA-Spiele. Ja, nicht diesen ganzen Live-Service-Kram, nicht die ganzen kleinen Sachen, sondern einfach mal heute richtig rausrotzen. Heute ist es wirklich die Chance mal für Microsoft mal auch mal richtig so ein Statement heute zu setzen, nachdem der Sony Showcase nicht so geil war. Nintendo gar keinen Showcase hat, sofern ich weiß. Ich habe es ja immer noch nichts gehört. Das Summer Game Fest, ich habe es ja nur nachgeguckt. Da waren die meisten ja auch nicht so begeistert von, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das war ja auch eher so ein medium gutes Ding. Von daher, es wird geil. Wie geht es mir so? Mir geht's gut. Danke, danke der Nachfrage. Mir geht's wunderbar. Wie gesagt, das Wetter ist eigentlich zu geil, um drin zu sein, aber es muss sein. Ja, das Persona 3 Remake wird heute angekündigt. Wie gesagt, Atlus hat es ja vor 3 Tagen schon auf ihrem Instagram-Account aus Versehen gemacht. Da auf diesem Trailer ausschließlich Xbox-Zeichen zu sehen war, ist es wahrscheinlich genauso wie letztes Jahr, ne? Eine 48 Stunden Verschwiegenheitsklausel, bevor das Third Party gehen darf und erstmal nur für Xbox announced wird. Aber das wird heute. Hallo Nico, schöne Grüße. Ich erwarte von Microsoft nichts mehr, so werde ich halt auch nicht mehr enttäuscht. Ich glaube, Nico, heute darfst du dich mal freudig, auch einstimmen, weil ich glaube, heute gibt es nichts zu enttäuschen. Heute wird geil. Ich glaube schon.
Ja, ich habe übrigens Andi heute am Start. Der Matthias kann heute nicht, aber ich gucke zusammen mit dem Andi, mit meinem Podcast. Ich weiß nicht, hatte ich erwähnt, dass ich einen Podcast habe? Andi, mein Podcast-Kollege, schaltet sich gleich ein. Wir werden zusammen hier, na, wie ihr das von mir kennt, bisschen schnacken im Discord und wir gucken dann zusammen den Showcase und schnacken gemütlich über das, was wir sehen. Ja, das wird, glaube ich, ganz gut. Bist du dieses Jahr auf der Gamescom? Ich habe jetzt nichts geplant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, muss ich auch mal so mal sagen. Ich habe mir noch überhaupt keine Gedanken dazu gemacht. Es ist ja auch schon in 2 Monaten, ne? Neo 2 schon gezockt? Nein. Ich bin immer noch bei Zelda. Und ich möchte das auch irgendwie zocken, genießen, durchzocken. Ich bin da irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Stunden drin, aber schon ordentlich und mir macht das sehr viel Spaß und. Ich lasse mich da jetzt auch nicht groß drängen. Ich habe euch auch in der letzten Folge gesagt, ich werde mir ein bisschen Zeit lassen mit Neo 2. Also das ist auch ein langes Spiel. Caprex, danke für die 5 Euro. Hab letztens Nier Replicant bis Ende E gespielt und hatte nicht weniger als 3-mal Gänsehaut. Danke, ohne dich hätte ich gespielt. Sehr cool. Ja, freut mich natürlich, dass es dir so gut gefallen hat. Ich liebe das Spiel auch. Oh, muss ich mal kurz was zeigen. Passend dazu, wir spoilern jetzt mal mein übernächstes Video. Ich bin ja nicht so der Collector's Edition Man oder Sammelfiguren Man, aber als Square Enix auf ihrem Shop eine Playarts, ist das Playarts Figur von keine angeboten hat letztes Jahr, da musste ich zuschlagen. Die ist unverschämt teuer, diese Figur. Locker im dreistelligen Bereich und es ist halt eins meiner Lieblingsspiele, einer meiner Lieblingscharaktere. Werde ich euch ausführlich in der nächsten Pick-up-Folge zeigen. Musste sein, es tut mir leid, es musste sein, es musste sein. Oliver, Alter, spinnst du? Danke für die 50 Euro. Herr Jansel, ich hoffe auf Replays, dieses tolle Pixel-Game, vielleicht auch Silksong. Happy Showcase, everyone. Danke sehr. Ey, krass, 50 Euro, heftig. Und Replays, ja, das sah geil aus, das Spiel, da hätte ich auch Bock drauf. Ist das nicht schon so? Hatten Sie nicht gesagt, das kommt dieses Jahr bis zum Sommer? Also, das muss doch bald mal kommen. Gibt es da nicht schon ein Release-Date für? Silksong? Ja, das wird auch mal Zeit. Ich habe auch Bock auf Silksong. Also, das wird auf jeden Fall geil. Jansel, was sagst du zu Final Fantasy VII Rebirth und dass es auf 2 Discs kommt? Ja, erstmal bin ich froh, dass es auf Discs kommt. Das heißt nämlich, dass es physisch kommt. Das ist ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Und, aber da muss man ja Square Enix mal auch mal. Oh, der Andi ruft an, Augenblick. Hallo? Hallo. Hallo Andi, ne? Wie geht's dir? Ich sehr, sehr gut. Dir hoffentlich auch. Yes. Hallo, Spielewelt Tiana. Hallo Raketen, Jansel Raketen. Was auch nicht schlecht. Hier, der eine. Ich wurde gerade gefragt, was ich davon halte, dass Final Fantasy Rebirth auf 2 Discs kommt. Ich sagte. Grundsätzlich schon mal cool, weil 2 Discs bedeutet, dass es auf jeden Fall physisch erscheint. Und dass es wohl genug Content hat und nicht Und wieder nur ein Drittel oder so vom Spiel. ja, stimmt auch. Und vor allen Dingen bei Square Enix, wie jetzt schon bei Final Fantasy 16 und ich glaube, das war auch bei Final Fantasy 7 Crisis Core so. Meistens kommen die ohne Day One Patch aus. Das heißt, da wird auch Ja. alles drauf sein und das ist schon mal ziemlich geil. Das stimmt. Caprex, danke für die Mitgliedschaft. Cool. Aber ey, 2 CDs auf der PS5 ist schon hart, ne? Ja, Das aber ist schon heftig, ey. warte, ich muss dich noch mal kurz lauter stellen. Ich hatte dich noch vom Podcast bedingt ein wenig leiser drinne. Das ist ja kein Problem. Lauter. Eigentlich musste ich doch nur rechte Maustaste und dann wie Ich mache ich? glaube ja, aber frag mich nicht, ich habe keine Ahnung. Sondern ich bin so ein Honk, ey. Scheiße. Ach so, also bei mir, wenn ich auf dein Bild rechts klicke, Ja. dann ploppt so ein Menüleisten auf und da steht Benutzerlautstärke und das kann Nö. ich regeln. Das ist bei mir nicht. Echt nicht? Nö. Pass auf, ich schicke dir mal ein Jetzt habe ich es. Screenshot Alles klar. mal. Ja, jetzt habe ich. Ja, alles Ja. klar. Jetzt. Ich habe gerade. Okay. Okay, ich mache dich mal Okay. so. Leute, sag mal, ist der Andi laut genug? Jetzt muss ich nochmal hören. Ich sitze auch ein bisschen weit weg vom Mikro gerade. Ich Jetzt komme musst du nochmal auf jeden mit Fall ein nochmal bisschen lauter. näher. Take So, it, geht ja Pete. gleich los.
Pikit Bibi, danke für die 10 Euro und ich wünsche dir auch viel Spaß. Und Ghostface, danke für die Mitgliedschaft. Andi, sag mal was. Was erwartest du? Worauf hast du Bock? Ganz ehrlich, ich wäre schon froh, wenn wir einfach mal Gameplay zu den bisher angekündigten Spielen sehen, die Microsoft immer mal wieder so ein bisschen gedroppt hat. So ein Fable, Evolve oder wie der Ding heißt von Rare. Perfect Dark wäre geil. Und vielleicht die eine oder andere Überraschung, dann wäre ich schon zufrieden heute. Ja, ich möchte echt endlich mal was zu Hellblade 2 sehen. Da hätte ich Bock drauf. Ja, aber ich glaube, das kommt. Das kommt auch, ja. Und ich hoffe auch einfach Gameplay. Zeigt doch die Spiele, die ihr müsst nicht mal so viel Neues zeigen, ne? Ich würde mich natürlich freuen, aber genau. So ein, zwei kleine Überraschungen. Ne, es gibt ja auch Gerüchte und alles, aber genau. Zeigt einfach mal gemütlich Gameplay von den ganzen Games. Ich meine, es ist ja schon ein Zeichen, dass das Starfield direkt hinterherkommt. Das heißt, die zeigen nicht Starfield in diesem Showcase. Ne? Das heißt, der Showcase muss ja auch so schon geil sein. Ich glaube, das. Und wir reden hier von 2 Stunden, ne? Also, ja. Und gut. Ich glaube, die haben sogar gesagt, dass wir Gameplay sehen werden. Also, die werden sich bei CGI wohl beschränken. Ja, und haben Spiele, quasi In-Game-Eindrücke mitgebracht. Ja. Und keine Trailer zu Filmen oder Serien, liebe Sony. Ja, echt, ey. Ja, echt. Cool. Ja, das wird. Aber. Also, keine Ahnung, die werden sicherlich diese 2 Stunden nicht mit First-Party-Material füllen können. Das wäre nee, utopisch. Wir wissen, dass Persona 3 Remake kommt. Das haben sie ja schon geleakt, aus Versehen. Ein paar Sachen, vielleicht Silksong noch oder so. Ein paar Überraschungen, vielleicht irgendwie noch, wenn ich jetzt mal träumen dürfte, von Embracer, vielleicht ein bisschen Gameplay-Eindrücke zum Timesplitters-Reboot oder so wäre nice. Ja, da THQ einen eigenen Dings hat, glaube ich nicht. Die da. Ach, die haben einen eigenen Showcase? Ja, aber der kommt erst im August, wenn mir nicht alles täuscht. Ach was. Okay. Oh, da habe ich nichts gesagt. Yes, ich sehe gerade. Gears of War. Oh, Gears 6 wäre geil. Boah, da hätte ich Bock drauf. Das sehen wir aber heute, glaube ich, auch. Da gehe ich fest von aus. Das wäre so cool. Rex Ripper, danke für die 2 Euro. Sorry für Neo 2. Das ist Schmerzensgeld für dich. Danke. Ja, schön. Ach, es ist wieder so richtig schönes E3-Feeling. Ich habe richtig Bock. Ich freue mich. 60 Sekunden. Es geht gleich los. Also ich glaube, die ganze Gaming-Welt blickt voller Erwartungen gerade Richtung Microsoft. Ja. Und deshalb müssen die einfach liefern, sonst wird es echt nicht ohne für die Welt. Aber die Tür ist weit auf. Also Sony hat nicht so wirklich abgeliefert. Absolut. Nintendo ist nicht da. Summer Game Fest war für viele enttäuschend. Die Tür ist weit auf. Also wenn nicht, dann wann heute. Ich glaube nicht nur, dass es der beste Showcase dieses Jahr wird, sondern auch der beste Xbox-Showcase seit mindestens 2019. Mindestens. Ja. Hoffe ich. Und vielleicht noch was Geiles von Machine Gun Games oder so. Indiana Jones. Ja. Mhm. Und einfach raus. Haut raus. Ey, jetzt ist die Zeit. Ihr müsst ja irgendwie auch die Xbox nochmal verkaufen. Ne? Jetzt, wo die Emulation nicht mehr geht. Herr Frex, danke für die 2 Euro. Hab auch für Neo 2 gewotet, sorry. Na gut. So. Warum kann ich den immer noch nicht anklicken hier? Hab neu. Ja, ich auch nicht. Kann ich nicht auf Vollbild machen? Geht. Wo guckst du? Ganz normal auf der Xbox, also auf der Xbox YouTube Page. Okay, gut, ich auch. Dann sind wir da auf dem. Und hier steht 19 Uhr. Gleichen Stand. Ich hab neu laden, mache ich. Du hast heute Zelda durchgespielt, hast du von geschrieben. Ja, endlich. Bin noch dabei, aber besser als Breath of the Wild? Du warst ja nicht so der Fan. Ja, absolut. Absolut. In so ziemlich allen Aspekten, ja. Ja, immer bisher. Es geht los. Ja, ich. Da ist meine Fresse, da ist das Vollbild. 40 Sekunden. Wollen wir es mal abstimmen? Ja. Wie viele Sekunden sind bei dir? 37, 36, 35, nee. 34. 41, 41, 40, 9, 38, 37, 36, 35. Warte mal, dann muss ich anhalten, ne? Ja, genau. Ich bin jetzt bei 24. 30, 28, 27, 26, 25, 24, 23. 22, 21, perfekt, okay. Cool, 18, 17 und jetzt, dann. Ja, okay, dann sind wir quasi. Okay, also Leute, es geht los. Philly Boy, hau die Games raus. Ja, der muss. Das wird richtig geil. Ich hau mir jetzt noch ein Sushi rein und dann
Es geht los. Ich bin wirklich gespannt. Guten Hunger, es geht los. So. Ganz viele 18er Logos. Mhm. Also ihr müsst doch mal Sound sagen. Oh, direkt eine Ankündigung. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Ich dachte, arabische... Playground Games. Hey, okay. Fable? Let's do it. Oh, das sieht aber krass aus. What do I think about heroes? Well... In-game-Footage? Yeah. Swanning about ja, das sieht krass aus, ne? With their disproportionately high cheekbones Fable, and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Living it up with the common folk every single night. On a day-to-day basis, I'd say the true hero's me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them! Not wafting around mythical creatures. And that's what they are. Wieso müssen es immer die Hühner sein, ne? Ja, aber das gehört ein bisschen zu Fable dazu. Das darf nicht zu ernst sein. Legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it. The age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. One moment. Geiler Trailer aber, ey. Ja, es ist echt cool. Wer ist das Fable? This is awkward. Das wird Fable sein. Die sieht so ein bisschen aus wie Abby, ne? Geil. Oder? Oh. Jawohl. Ja, cool. Viel zu leise. Damit beginnen die den Showcase, ne? Ja, also ja. Auch nicht schlecht. Ja, cool. Zu leise habe ich ja, gerade gehört. Ja, daran müssen wir uns gewöhnen, ne? Viel zu leise, dann muss ich noch mal ein bisschen lauter machen. World Premiere. Wieder ein First Party. First Party. Compulsion Games. Für was sind die bekannt? War das die State of... Weiß ich gar nicht. Welche, was war denn... Been a while. Also es ist so eine Art, ich weiß nicht was das ist, so 20 Frames Stop Motion. You remember that favor you owe me? Wieder so ein Riese und ein kleiner. Hallo Björn. I'm looking for a creature, huge, sneaky, teeth like knives. Sind das die Happy Few Entwickler? Weiß ich nicht. Sieht so ein bisschen aus. Die Arcane, no. Weißt du, diese League of Legends Serie? Well, hey, how about you guys? No? Nobody? Sieht auf jeden Fall spannend aus, muss man ganz ehrlich sagen. Absolut. Not helpful. Mm-hmm. Sneaky. Sound of Midnight. Okay, was Neues. Aber neue IP. Ja, sieht cool aus. Ich kann mir leider überhaupt nicht vorstellen, was es ist, aber sieht er nach Action-Adventure irgendwie aus, so, ne?
Ja. Ja, cool. Cool, cool, cool. Nehme ich mit. Sieht geil aus. Ja, gefällt mir, gefällt mir. World hey, weiter Premier. Geht's. World Premiere heißt wahrscheinlich Third Party. These are dangerous times. Massive. Massive. Ah, oh, das sind diese Vision-Macher. Ein Star Wars MMO. Das Ubisoft Star Wars Spiel. Alter. Also es wird natürlich ein Live-Service-Game wahrscheinlich werden, ne? But the world here belongs to the syndicates. Sehr geil. Hoffentlich ist es nicht so ein reines erst. Weißt du, so ein reines Live-Service-Ding. Ah, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass das irgendwie so beides vereint irgendwie. Ja, irgendwie, aber es ist halt, ne, massive. Auf der anderen Seite hätten wir halt die Respawn-Spiele, ne? Für Singleplayer. Ja. Morgen ist doch Ubisoft, ne? Ja. Wann ist das? Ich kann es dir nicht sagen. Keine Ahnung, abends auf jeden Fall irgendwann. Ja, um 10 ist Capcom, da bin ich glaube ich auch am Start. My whole life. And now I just need a chance to finally be free. Also das noch sieht schön nach klassischem Star Wars. Ja, noch sieht das sehr narrativ fokussiert aus. Also I'm here to offer you a way out, okay? Hoffentlich. Das wäre so geil. Ship, give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous. Risky. But if you pull this off, you'll never. Aber dafür, dass die kein CGI zeigen wollten, sagen die kein CGI. Das gilt natürlich nur für First Party, ne? Achso. Also, es sieht super interessant aus, ne? Aber ich würde gerne wissen, was es für ein Spiel ist. But it's a big galaxy out there. And I'm gonna risk it all. Outlaws. Outlaws. Das klingt aber so ein bisschen nach Rebellen. Sorry, ehrlich ja, gesagt. Ja, 2024. Und guck mal, Xbox Series X und S. Ja, ja, nur Next Gen. Nur Next Gen. Morgen kommt noch mehr. Okay, Gameplay Walkthrough Reveal morgen. Cool. Morgen. Ja. Wow. Fable, South of Midnight, Star Wars Outlaws. Schöner Start. Sehr schöner Start. Welcome to our first ever double feature. Absolut. The Xbox Game Showcase. Followed by a deep dive into one of the most important RPGs ever made. Aber so richtig flüssig läuft der Stream bei mir nicht. Starfield. Ja, bei mir schon. Vielleicht weil der auf 4K läuft. Ich mach so mal auf 1080p. It transports, it challenges, it connects us, and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play by partnering with the most ambitious of game creators and by unleashing the power of the gaming community. Enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. The lineup we have for you today is just incredible. Oh, ich hoffe doch sehr, ich hoffe doch sehr. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. We made this show for you. Man, die haben die Studios mal gekauft, ne? Jetzt müssen die auch mal ja, klar. Fanbase in Xbox history. You are the heart and soul of Xbox. Was mich natürlich ein bisschen gefreut hat beim Summer Game Fest, ne? Dass sie das mit Publikum gemacht haben. Das finde ich immer so geil. Ja. Schade, dass sie das hier nicht gemacht haben, aber egal. Xbox, thank you. This next game is from Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. All right, everybody, it's time. Jetzt kommt der Indie-Block, Andy. World ja, ja. Ich habe das Gefühl, die will, dass ich bei einer Sekte mitmache. Ja, die hat schon sehr prägnant in die Kamera geguckt, das gebe ich dir. Die gute Sarah. Mit diesem grünen Kleid. Ja, ja. Spiritfarer habe ich nicht gespielt. Das war ganz nett, das war ganz cool. Ja.
Ja, sie dachte ja, Co-op-Action-Game, ne? Yep. Ja, muss sie jetzt nicht unbedingt haben. So eine Art Gauntlet, ne? Aber, naja. 33 Player Co-op. Das ist doch schwer, ey. Was ist das denn? Okay, das ist schon wieder geil. Schreit ja nach einem Controller Poesie Community. Ja. Boah. Da weißt du ja gar nicht, da verlierst du das ja den Überblick, welcher dein Charakter ist. Aber witzig. Zumindest sind die Umhänge alle verschieden dran. Immortals. Ja, ganz nett. Ja, wollen wir mal schauen. Es könnte ein Streamer-Spiel werden, weißt du? Was die ganzen Streamer wieder spielen und so. Ja, genau. Alright, guys, it's a simple job. Oder das Payday. Just in and out. Payday. Ja, das sieht man. An der Maske. An den Masken, genau. Ja. War das, ist das schon Teil 4? Hab ich nie gespielt. Ich auch nicht, nie gespielt. Teil 3, Teil 4, ich weiß gar nicht, wo wir da sind. Aber es stand nicht, wann Fable kommt, also frühestens 2025. Ist vielleicht was dran, was? Will, aber... Echt? Weiß man nicht, er steht hier nur im Chat, also, ne? Kann ja trotzdem 2024 kommen, Ende. Man ist sich halt nur noch nicht ganz sicher, also... Wir hoffen einfach. Jetzt nicht mein Spiel. Nee, meins auch nicht. Aber ich glaube, das hat viele Fans, ne? Das wird regelmäßig gespielt. Das ist ja auch schon ewig am Markt. Das ist nicht schon Teil 3 oder 4. Ja, genau. Das sieht aber sehr dynamisch aus, muss ich sagen. Ja. Wir sind bei Teil 3. Ja, habt Spaß damit. September. Ja, habt Spaß, die ist interessiert. Ich, ist nicht meins. World Premiere. Ja, das wird den ganzen Abend so gehen. Ja. Ah, da kommen die Persona 3, das Persona 3 Remake. World Premiere in Anführungsstrichen. Ja, bei Instagram ja geleakt. Selbst von Atlas schon geleakt. Und dieses Tactics-Spiel von Persona 5. War ein Azubi dran wahrscheinlich. Ja. Sieht halt original aus wie Persona 5, ne? Oder ein bisschen weniger sogar, oder? Ich muss ehrlich zugeben, ich bin nicht so der Persona-Typ. Also. Ich habe nie so richtig Persona gespielt. Jetzt bist du mal in der Reihe. Ich hätte mal Bock auf Teil 3, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den dritten nie gespielt. Nur 4 und 5. Ich bin kein Fan von diesem Social-Aspekt da in der Schule und so. Ja, das denkt man, aber wenn man das dann zockt, dann ist man schnell gehuckt. Reload. Aber schön, dass es kommt, weil ja, die Originale auf PS2 und Vita PSP, sind unbezahlbar. Ja. PSP auch, ja. Oh, First Party! Jetzt geht's los. In-Game-Footage. Ah, ist das... Piraten? Elder Scrolls 6? About? Das ist About, ne? Oder? Obsidian? Ja. Sieht original aus wie Elder Scrolls mit den Ex-Leuten. Na gut, das ist ja nicht abwegig, ne? Die haben ja damals Fallout ja auch gemacht, ne? Aber vom New Vegas, ne? Ja. Man kann ballern, das ist schon mal was. To investigate some plague that seems to be corrupting our very souls.
Ja, Obsidian ist ja auch ein geiles Studio, wenn man ja, ihnen Zeit und Budget gibt. Ja, das ist es ja immer. Zeit und Budget hatten sie ja nie, ne? Das ist ja immer das Problem gewesen. Ja, darum. Oh yes. Schön zaubern. The way you fight. The power you wield. The secrets you keep. Ist ein bisschen bunter als Elder Scrolls, ne? So typisch wie auch schon Outer Worlds. Das war ja auch so bunt, so ein bisschen, weißt du? Ein bisschen überzeichneter. Sieht aber gut aus. Ja. Was denkst du? Nächstes Jahr, ne? 2024 oder meinst du dieses Jahr noch? Ich von aus. Nee, glaube ich nicht. Also für eine Überraschung, wenn es in diesem Jahr noch kommt. Das kannst du mir auch nicht vorstellen. Award. 24. Naja, komm, ey, mal. Komm mal. Ja, siehst du. Ne? Nur 4 Jahre nach Ankündigung. Geht auch. Cool. Auf jeden Fall cool, dass sie es mal gezeigt haben. Nochmal First Party. Jetzt geht's aber los hier, ey. Rare! Oh, ja, Lucasfilm! Ja, ja! Weißt du Gerüchte? Lucasfilm? Ist das Monkey Island? Rare und Lucas. Deep Sea. Das ist Monkey Island. Ah, okay. Scheinbar irgendein. Rare? Nee. Oder so. Ich höre doch die Musik. Das ist Sea of Thieves. Ja, aber das ist doch Monkey Island. Ich höre doch die Mucke. Ja, aber. Das ist Monkey Island. Sea of Thieves dann wahrscheinlich. Ja. Genau. This is the legend. Sea of Thieves, the legend of Monkey Island. Nice. Welcome to the Scum Bar, the most notorious tavern on Melee Island. Wie geil. To all rogues and scoundrels. Das passt ja auch, ne, von den IDs her. So tell me, which ship is right for you? Aber es scheint eine Erweiterung zu sein. A luxury ship? A ship with just a splash of je ne sais quoi? Ist das das eigenständiges? Ist das ein Singleplayer? But Freeport's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. Ooh, Guybrush. So I see you have a meet and greet ticket. Mit der Originalstimme. It's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood, the legend of Monkey Island. Was ist das für ein Spiel? The Chuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Das ist schon. Well, well. What do we have here? Das Rätsel habe ich auch schon mal gesehen irgendwo. Things may be very different from the sea of thieves you know. Hold on! Ist das einfach so ein was ist das? Ist das einfach eine, wie kann ich das spielen? Was ist das? Play new original story for free. Eine kostenfreie Erweiterung. Aber ich muss Sea of Thieves spielen oder was? Okay. Yes, aber schon geil. Ist ein Livestream. Ja. Okay, First Party. Die gehen jetzt aber ab, ey. Die gehen ab. Finde ich gut. Ich auch. Xbox Game Studios. Asobo Studio? Das sind die Blacktail-Macher? Yep. First Party? Ja, die haben ja auch den Flight Simulator mitgemacht. Flight Simulator. Ja, da ist es ja auch, ja. Okay. Ja, okay, das ist nicht meins, aber. Cool. Also neues krass, Update. Wie das Ding aussieht, ne? Also bei dem Spiel kannst du behaupten, das ist fotorealistisch. Ja. Aber das ist ja auch der Zweck quasi, ne? Du sollst ja einfach nur fliegen ja, und staunen. Ganz genau. Ja, das Wasser, guck mal bitte. Krass. Ne? Also absolut. Ja, gut. Nett, aber nicht meins. Den Flight Simulator gibt es ja auch schon ewig. Ewig, seit den 80er Jahren, ja. Ja. Dafür haben sich Leute diese riesigen Controller damals gekauft, weißt du? Ja, genau, am PC damals. Ja, ja. Das hat sicherlich seine treuen Fans, also. Am PC kannst du das ja auch in VR spielen, ne? Das stelle ich mir auch krass vor. Das muss krass sein, ja.
Air Racing. Das finde ich cool. Also man kann da schon viel machen. Ne, ja, ja, ich finde das geil. Gib den Leuten einfach Dinge, gib den Leuten die Möglichkeit, Dinge zu tun, die du einfach niemals machen könntest. Ne? Finde ich schon geil. Es ist schon eine coole Sache. Ist jetzt nicht meins, aber cool. Cool. Das scheint auch eine Erweiterung zu sein. Also ob es jetzt Live-Service war oder nicht, weiß ich nicht, aber da soll doch auch was entstehen, ne, gerade. Nochmal, First Party. Hi, Melina Jürgens. Speaking to you from our Performance Capture Stage at Ninja Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua's Saga Hellblade 2. Das ist eine deutsche, ne? When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Gameplay, it's like gameplay. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Oh, geil, jetzt freue ich mich, aber da war die seit 3 Jahren drauf, oder 4. Jetzt will ich was sehen. She can feel them. Oh ja, da sind wieder die Stimmen. Boah, ist das cool. Following the threads of her mind. She's here to find. Wäre cool, wenn die das eindeutschen würden für viele, glaube ich. Machen sie ja vielleicht, oder? She needs their help with a promise. A question. Well, it's never so simple, is it? Wisdom has a price. And there's always a part of you that changes. Das ist eigentlich Unreal Engine 5? Ich kann es dir nicht sagen. Part of you that darkens. Weil das Spiel ist ja schon ein bisschen länger in Entwicklung. Ich weiß nicht, ob die da nochmal gewechselt haben. Part of you that dies. Die haben die 2019 auf den Game Awards gezeigt, weißt du? I can feel them. Oder 20? Nee, 19, ne? Weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob es da schon Unreal Engine 5 gab. Im Chat sagt bei mir, ist Unreal Engine 5. Echt? Okay. Ja, meine auch gerade. Aber so richtig flüssig ist das Bild nicht. Ist bei mir, ich die nicht, Auflösung ist gerade ein bisschen verwaschen, habe ich das Gefühl. Aber ja, die Auflösung auch. Ja, ja, ja. Liegt an der Unreal Engine 5. Where are you? Ich würde gerne ein bisschen Gameplay sehen, in welche Richtung sie das tragen, weißt du, oder ob es genau das gleiche wieder ist. Their eyes everywhere can feel them boring into her. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Zumindest ist es ja in-game gerendert. Also ja, kein CGI oder so. Ja, ja. Ich würde nur gerne wissen, ob sie irgendwie was gameplay-technisch geändert haben, weil das war ja so der große Kritikpunkt am ersten Teil, ne? Das ist gameplay-technisch. Relativ monoton. Ja. Vielleicht irgendwas ergänzt haben, das würde mich nochmal interessieren. They are
Und dass das audiovisuell eine Granate wird, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das wird der Knaller. Ne? War ja der erste schon, der genau. War ja auch mega. Genau. Ich habe mir noch ein bisschen mehr Gameplay gewünscht. Gameplay haben wir nicht gesehen. Gameplay haben wir nicht gesehen. Aber ich denke, wir wissen, in welche Richtung es geht. Aber egal. Wenigstens haben wir ein Release-Jahr. Das ist schon mal etwas. Man muss man mitnehmen. Nächstes Jahr wird Game Year auf Xbox, so wie es auch schaut. Ja. Oh. Yakuza 8. Sieht so aus, ja. Ich muss noch den 7er spielen. Ich auch. Ich hänge hinterher bei dem Main. Ich hänge so krass hinterher. Oh. Doku da koko. Turns up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. Ore ga douka shita no ka? Neues Setting, wie es ausschaut. Was? Neues Setting? Neues Ach so. Setting. Normalerweise waren die ja immer in Japan, ja, ja. Gewesen, aber das sieht ja wie in Amerika aus. Ja, ja. Infinite Wealth. Okay. Ja, okay. 24, aha. Okay. Bethesda presents. Okay. Dass, so, dass sie das so separat machen. Das sieht nach Fallout aus. Das sieht nach Fallout aus. Das heißt, das alljährliche Fallout 76 Update, oder was? What a ja. Sight! Ja, a verdant wonderland of promise plucked from post-atomic blight. The fruit of years of prudent progress and determined reclamation and 15 million dwellers. Aber man muss denen ja zusprechen, wie sehr sie ja Fallout nochmal umgedreht haben. Ne? Also von einem absoluten Flop zu einem relativ erfolgreichen Spiel. Ist es das? Ich kenne niemanden, der spielt. Ja, inzwischen sollen es ja viele spielen. Also zumindest, wenn man denen glauben darf. Ja. Ich kenne niemanden. Was sagt der Chat? Genau, spielt ihr Fallout 76 noch? Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachian settlements to Nuka World on tour. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Einer bei mir schreibt, also ich zocke es und liebe es. Einer schreibt, ist gut geworden, aber nie gespielt. LeBlanc schreibt auch, die haben es gut verbessert. Ja. So there you have it. Now you know. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for. Aber ich muss auch zugestehen, ich habe noch nie so richtig Fallout gespielt.
Ist nie so meins gewesen. Ich bin auch eher der New Vegas-Typ, also der Obsidian-Typ, als der Fallout 3, Fallout 4-Typ. Ich bin mehr so der Fantasy-Typ. Ja, normalerweise auch, aber... Und nicht so dieses postapokalyptische. Aber hey, wenn es gut geworden ist, super für Fans. Ja, es geht so, im Chat ein paar sind, aber die meisten sagen eher so, hab's nicht gespielt. Oh, World Premiere, wir haben nicht aufgepasst. Aber Third Party, wie es ausschaut. Jo. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Nee, um Gottes Willen. Die Krake, die hier durch... Nach Capcom. Ist das Onimusha? Nee. Sag bitte nicht, dass die Onimusha zurückbringen. Ey, wir haben feudales Japan. Ja, das stimmt. Du hast Dämonen. Recht. Du hast recht. Capcom. Du hast recht. Alter, die Indizien verdichten sich. Ich krieg Gänsehaut, okay? Meinst du, es ist ein Remake? Das Onimusha ist. Oder neu? Ein Reboot. Reboot, nice. Ja. Oder. Komm. Ja, das könnte gut sein, nur im Schwert. Nee. Bisschen futuristisch angehaucht in Onimusha? Aber das passiert nicht in Onimusha. Ich wollte gerade sagen, also. Nee. Nee. Aber vielleicht ist es ein Reboot, wie du sagst. Und die haben es einfach ganz neu gemacht. Das. Warte mal, diese Türen? Kampfstil könnte das. Die Kamera ist auch so ein bisschen. Ja, ne? Du bist, auch ja. So wie früher, so ein bisschen. Als Anspielung vielleicht. Ja, ja. Aber die. Ist einfach. Also, wenn es Onimusha ist, dann haben die aber echt auf links gedreht. Nee, Path of the Goddess. Okay. Ah, na gut, das ist schade. Ich das sieht schon cool aus. Also. Ja. Aber Capcom, was geht mit denen, ey? Die gehen ab gerade, ne? Ja, morgen Showcase, müssen wir gucken. Alter Schwede, ey. First Party. Und wieder First Party. General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its iconic brands. Das ist deins. Chevrolet and Cadillac. Ich mag Forza. Vor allem der siebte war richtig, richtig fett. Der vierte und der siebte. Kenne ich mich nicht aus? Ja, das ist halt wie Gran Turismo, ne? Ja, ja, kenne ich mich auch nicht aus. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet ist nicht mein Genre. Continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition. With the innovators behind the new Forza Motorsport. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. Joa, ist halt Autorennen, ne? Ja. I know you're ready. You've got this. Also, sieht super aus. Und Forza ist auch immer super gewesen, alle Spiele eigentlich. Aber ich muss jetzt zugeben, nachdem ich Gran Turismo 7 in VR gespielt habe, ist es schwer, wieder zu diesem klassischen Rennen zurückzugehen ohne VR. Ja. Da bin ich ehrlich. Ja. Ja, da haben sie doch schon das Release-Datum aber auch geleakt, oder? War das nicht auf 20. Oktober, 30. Oktober oder irgendwie sowas? Habe ich gelesen. Ja, wurde das schon geleakt? Ich habe das, ich meine, so wie bei Atlas, habe ich das irgendwo gesehen. 30. Oktober oder 20. Oktober. This is my timeline.
10. Oktober. Naja, passt. Ja, aber ich hätte auch hier gerne Gameplay gesehen. So richtig Gameplay und nicht so zusammengeschnitten. Es wird wahrscheinlich ein Autorennenspiel sein. Ja, aber das trotz allem. Die haben ja im Vorfeld ja in den vergangenen Shock jetzt schon Elder Scrolls Gameplay Online gesehen. Kommt jetzt, ja? I have seen all that ever was and all that ever will be. I have seen betrayal. Endurance. Auf jeden Fall was Elder Scrollsiges. Ja, das sieht nach Skyrim aus. Skyrim. Oder ist es Elder Scrolls 6? Nee, das kommt nicht mittendrin einfach so. Nee, das wäre wenn am Ende. Das ist Elder Scrolls Online, wie immer ein Update. Das würde online sein, ja. Das habe ich sogar gespielt eine ganze Weile online. Ein Tag habe ich es gespielt. Immer wenn da steht Bethesda Presents, die machen das schön, reparieren die das immer von der Xbox-Marke. Ja. Die Live-Fest-Sachen haben wir nichts mit zu tun mit den Live-Server-Sachen. Ist nicht unser Bier. I feel disconnected from fate's flow. Unseen forces move against me, hungry for forbidden knowledge. A mystery long. Ich fand das schon cool, aber ich hatte einfach wenig Zeit, um da kontinuierlich dran zu bleiben im Spiel. Ja, das ist ja bei all diesen Spielen so, ne? Ja. Wir zweifeln auch immer gar nicht, dass das schlechte Spiele sind. Es ist einfach nur, mit unserem Zeitbudget ist das halt sinnlos, da mitzuspielen, sagen wir es mal so, weißt du? Nee, nicht vereinbar, ja. Mucke ist geil. Protect the secret. Save Tamriel. Ja, ist gut. Jetzt hau deinen DLC da raus. Necrom. Shadow oder Overmorrowind. Ja. Ist doch schon aber nächste diese Woche. Schon. Ja. Schön. Also ich denke mal, das wusste man dann wahrscheinlich auch schon. Ceases Unit 37. Lizard. Toronto is under attack. Overwatch, ne? Das sieht nach Overwatch aus, ja. Different about Null Sector this time. They've taken over most of the city and they're rounding up Omnix. They need our help. Ich hab noch so gar nicht reingeguckt. Ein Freund von mir spielt das. Ein Freund von mir spielt das. Der ist auch sehr gut da drin und ist auch, ich glaube auch irgendwie in einer Art kompetitiv unterwegs da mit seinem Clan oder mit seinem Team. Aber er spielt auch nichts anderes mehr. Ne? Naja, das ist er hat sich nicht verschrieben und spielt nur noch das. Da hatte ich auch meine Phase, aber das war vor 20 Jahren, ne? Weißt du? Ich mochte den ersten ehrlich gesagt auch ganz gerne. Den habe ich auch einige Zeit gespielt. Oh, immer mal wieder auch. Also, den zweiten habe ich noch gar nicht mir angeschaut. Ist der nicht Free-to-Play? Bestimmt. I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. Trailer ist laut. Say, let's give it to them. Mal ein bisschen leiser, ne? Ubisoft hat zu Star Wars Outlaws geschrieben, wird ein Open-World-Spiel. Schreibt hier gerade bei mir im Chat jemand. Heißt aber immer noch nicht, dass es trotzdem noch ein Live-Service sein können. Auch Live-Service-Spiele sind Open-World-Spiele. Aber cool auf jeden Fall, bisher erstmal. The Division kannst du ja streng genommen auch alleine spielen oder im Koop. Ja, natürlich kannst du das alleine spielen, aber du musst trotzdem eine Online-Verbindung haben. Und die Missionen sind halt, wie die Missionen in so einem Spiel halt sind, ne? Also... Da erwarte jetzt narrativ keine tollen Dinge. Ständig wiederholende Queststrukturen und so weiter und so fort. Na, das ist. Reizt mich halt dann irgendwann auch nicht mehr. Let's go. Der Trailer ist ja ewig lang. Engage it. Watch this. I saw that. Not bad. Neue Heldin. World Premiere. Okay, da ist Persona 5 Tactica. Der nächste
geleakte Titel. Weißt du, was ich wieder ein bisschen schade finde? Also, das wird ja sicherlich wie Persona 5 Strikers auch Kanon sein, was die Story angeht, ne? Gehe ich von aus, ja. Ja, und so cool es auch ist, aber ich werde, glaube ich, unmöglich Zeit dafür finden, Persona 5 Tactica zu spielen. Und ich habe, weil bevor, man muss ja davor sicherlich noch Persona 5 Strikers gespielt haben, um zu verstehen, in welche Richtung das entwickelt wurde. Also geht, ne? Also cool für Fans auf jeden Fall. Kann ja sein, dass sie daraus so ein Spin-off machen, von der Handlung her, meine ich jetzt. Ja. Dass das jetzt nicht zwingend Kanon ist, aber halt ein nice to have für die, die es spielen wollen. Das wäre am sinnvollsten. Ja, das wäre cool. So, will you take a stand beside us? Yeah, let's show them what we got. Aber ich finde den Stil nicht so ansprechend. Nee, ist auch ein bisschen, dieser Chibi-Look ist nicht so ganz cool. Ja. Nee. Der passt nicht so zu diesem ansonsten relativ erwachsenen Anime-Look. Wirkt, ist halt so ein bisschen wie Persona Q, ne? Ist so ein bisschen wirkt, als wäre es zuerst für ein Handheld gemacht worden. Gut, also nicht wundern, Chat, wenn ich jetzt offline bin mit der Kamera. Ich bin noch da, aber meine Kamera? Hat den Dienst verpasst. Nein. Ja. Wir haben schon wieder Bethesda. Das heißt, ist das Starfield? Das ist Starfield. Warum zeigen sie denn jetzt Starfield? Nein, dann zeigen wir jetzt mal Starfield. Ein kleiner Sneak Peek. Ich möchte noch mal... Was möchte ich? Ich möchte eigentlich gar nichts mehr von dem Spiel wissen. Schaust du dir die Direct an zu Starfield nachher? Ich dachte, wir schauen uns doch mit an, oder? Nicht? Okay, ja. Ich hab's abhängig von dem gemacht, wie der Showcase wird, aber der ist ja bisher ganz gut, also glaub schon, dass ich die mitbekomme. Ja, lass uns doch mal reingucken. Starfield DLC schon mal ankündigen, schreibt jemand. Nintendo-Style. You're part of Constellation now. Ich weiß, so massiv. Also ja. Ich sehe diesen Trailer und ich weiß schon, ich werde da nie die nötige Zeit für haben. Ja. Ich weiß auch noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Ich meine, das sieht super aus. Außer die Charaktere, die sehen immer noch kacke aus. Ja, gut, das sieht besser, ne? Da muss man ehrlich sein, das sieht nicht so gut aus. Wenn du dir da eben mal Senua angeguckt hast dagegen, ne, da wirkt das schon sehr altbacken. These artifacts could be everything. Hauptsache, die haben das hinbekommen, dass die Charaktere nicht mehr so seelenlos dich angucken, wenn du mit denen redest. Ich glaube, das haben sie, das werden sie nicht anders. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. Oh, Kampf! Das sieht dynamisch aus. Das sieht schon geil aus. Ja, das sieht gut aus. Du bist in Richtung Cyberpunk, was ja auch gameplay-technisch Spaß gemacht hat. Boah, Alter. Will change humanity forever. Also das ist mit Abstand der Hoffnungsträger von Microsoft. Ja, ja. Für dieses Jahr zumindest. Ja. Ich bin gespannt. Also angucken muss man sich das, glaube ich. Ich werde auch reinschauen, ja. Aber es kommt halt auch drauf an, ne? Was machen die storytechnisch, um dich zu fesseln? Oder ist das, du wirst in dieses Universum geworfen und hier, erkunde mal, weißt du? 6. September. Das macht's für mich abhängig, ob ich spiele. Das ist, glaube ich, neu, ne? Ja, das ist neu, oder? Das Release-Datum? Ja, ich glaube auch. Aber es sieht für Bethesda-Verhältnisse, wie gerade im Chat geschrieben wird, sehr gut aus. Ja, muss es nur noch bugfrei kommen. World Premiere. Nee, wussten wir schon, schreiben die meisten. Okay, 6. September wussten wir das schon. Okay, alles klar, ich nehme das zurück. Was ist das? Aber bisher gefällt mir der Showcase echt gut, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. In-Engine-Footage ist übrigens die neue CGI-Cutscene, ne? Also Trailer, meine ich. Das sieht aber auch nach Indie aus, ne? Ja, ja.
War ja auch in Third Party, ne? War ja nur World Premiere. Ja, aber nach Starfield musst du erstmal wieder ein bisschen runterkommen und, ne? Ein bisschen ruhig machen. Genau. Aber der Typ kommt mir nicht unbekannt vor. Ist das... Den Charakter habe ich schon mal gesehen. Ich kenne diese Knopfaugen nicht. Oder ist das Rhyme? Ja, das Rhyme. Das war der das? Gibt's. Jetzt, wo ich so die Umgebung mir anschaue. Ja, so ganz unbekannt wirkt es nicht. Ist das Rhyme? Don't Nod. Das ist doch nicht so Indie. Doch nicht so Indie. Nee. Ah, die machen auch inzwischen viel, ne? So ja. Kleinere Projekte. Managers of wie auch immer kommt ja auch von denen, ne? Genau. Aber ich sieht nach so einem Puzzle-Action-Adventure-Plattformer aus. Bin ich immer für zu haben. Ich hätte gerne ein neues Remember Me. Das war geil, Remember Me. War cool. Geiles Game. Fand ich auch. Aber das ist meine Art Gameplay. Also da sehe ich mich. Ne? Das ist. An sowas habe ich Spaß. Finde ich auch gut, ja. Vor allem sind das so Spiele, die in der Regel so 10 Stündchen sind. Ja, genau. Sieht kreativ aus. Kann man seine gute Zeit haben, ja. Lieber Chat, da gerade Fragen aufkommen. Meine Cam ist gestorben. Der Akku ist leer, deshalb seht ihr mich gerade nicht, aber ich bin noch da. Usant hieß es. Usant. Okay, das sah cool aus. September oder so. Herbst 2023. World Premiere. Bioshock. Na, fast. das wäre geil. Secret Mode. Chinese Room. Sagen wir jetzt beide auf Anhieb nichts, aber ich sehe da den Leuchtturm hin rechts. Okay, ist eine Ölplattform. Okay, das sieht nach Horror aus. Was Person? Horror? Ja, oder? Oder Action? Aber eher Horror, oder? Eher Horror. Horror. Still Wakes the Deep. Horror auf einer Ölplattform. Okay. Kann aber gut sein. Ja, kann gut sein. Sieht gut aus. Gerne auf der PS5 auch in VR. Oh. Amnesia-Entwickler schreibt hier gerade, ja? War das nicht anders? War Machine? Supercut 2. Ist ja ein witziger Artstyle. So wie auf Comicbuch. Ja. Aber ich denke so auf dem ersten Blick, geil, finde ich cool. Auf dem anderen Blick weiß ich, okay, da wird es niemals eine physische Version zu geben. Das stimmt allerdings, ja. Was? Ist schon nicht unerträglich. Es kommt auch für die anderen Systeme und dann kriegen wir vielleicht eine physische über Limited Run oder so. Ja, okay. War auf jeden Fall kein, war Third Party, stand nur World Dungeons Premier. Of Hinterberg. Dungeons of Hinterberg. Klingt ja sehr deutsch. Ah, der Stil ist Hinterberg. Nice. Mhm. Amnesia, a Machine for Pigs wurde von Chinese Room mitentwickelt. Okay, alles klar. Keanu! Da bist du wieder. Johnny Silverhand in the upcoming expansion for Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Redet er so abgelangt? Adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. Oh, mit Idris Elba. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the president of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S.
But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself. Haut endlich ein DLC raus. Meine Aktien sind noch tief im Rot von CD Projekt. Da muss was kommen. And introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. Ich werde mir irgendwann mal die Complete Edition kaufen, wenn die kommt. 18. Aber ich muss den Trailer jetzt nicht unbedingt sofort oder das Spiel sofort haben. Johnny. I'm dying. There's nothing can stop that. Man kann nur hoffen, dass der Bug freikommt, weil da wird es, glaube ich, kein Erbarmen geben, wenn das nicht passieren sollte. Ich muss aber zugeben, ich fand das Spiel schon sehr gut. Das Spiel ist auf jeden Fall gut. Also es ist ein gutes Rollenspiel, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bleibe aber auch dabei, es ist nicht so gut wie The Witcher 3. Nein. Und die Bugs zum Start auf Konsole waren eine Frechheit. Das muss man einfach dem auch dann ankreiden, das Spiel. Aber es sieht schon wieder grafisch sehr beeindruckend aus. Da ist Idris Elba. So NUSA is tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety. Wenn man sich die ganzen Schauspieler ansieht, dann könnte man meinen, wir sind in der Zeit angekommen, wo wir so interaktive Hollywood-Produktionen nachspielen. Ja. Aber Schauspieler sind auf jeden Fall offen dafür, all sowas, ne? Siehe Nicolas Cage vorgestern, ne? Die, ja, immer weiter, immer mehr. Ja. Die wissen halt, wo die Leute sind, ne? Schnellst wachsende Medium überhaupt, ja, genau. Boah, sieht aber auch schon gut aus, ne? Aber Keanu Reeves sah auch gut aus im Spiel. Ja. Ich meine, also ähnlich wie bei Starfield ist es ja auch hier so, dass du die ganze Zeit nur die Charakter dir in die Fresse schauen, wenn du mit denen redest, ne? Aber hier wirkte es nicht so Bethesda-haft blöd, muss man sagen, wo die einfach so rangesucht werden und einfach platt reden, ne? Sondern die hatten schon irgendwie so ein bisschen Animation wenigstens. Ich fand ja die Charaktermodelle bei The Witcher 3 schon episch. Also ja, das stimmt. Da war ja immer noch die Kamerafahrten mit dabei und so, das war ja richtig geil inszeniert. 26.09. Okay, Phantom Liberty. Sieht gut aus. City ist eine Markenleiche, glaube ich. Schreibt jemand, ja, okay. Hat sich über 12 Millionen Mal verkauft, krass. World Premiere, okay, da bin ich gespannt. Nochmal Atlas? Das wissen wir nicht, oder?
Studio Zero? Nein, wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Neues Projekt? Das sieht aus wie dieses von Fire Emblem, das Crossover. Was ist das? Geil. Hat aber viel von Persona. Sehr so, viel. Die Führung sollte. Das ist Persona 6. Das wäre krass, wenn die Remakes geleakt sind und Tactics, aber das nicht. Das wäre krass. Nee, das sieht nicht aus. Das ist ja kein Social-Dings dabei. Das ist was Neues. Vielleicht irgendwas Shin Megami-haftiges oder so. Aber ich hätte Bock auf ein neues Shin Megami. Wobei, der fünfte gab es ja jetzt vor kurzem. Das ja, hast du auch. Es gab erst den fünften. Das kann nicht sein. Aber irgendwas aus dem Universum sicherlich. Ne? Persona gehört ja theoretisch auch dazu. Auf jeden Fall ein 100-Stunden-JRPG wird es. Metaphor. Metaphor. Also wenn Atlus was kann, dann RPGs. Ja. Ja. Ich freue mich ein bisschen für Microsoft, dass das Wichtigste nicht geleakt wurde. Ich glaube, das ist das Wichtigste für die, oder? World Premiere. Sah aber gut aus. Ja. Oh, First Party. Jetzt gib mir endlich mein Banjo-Kazooie. Ja, das ist es. Das sieht schon so bunt aus. Nee. Banner-Saga-Trilogie. Okay, das ist dann Taktik. Stoic. Banjo-Kazooie Tactics. Ich habe mal den ersten gespielt von Banner Saga, der war ganz cool eigentlich. Das macht eigentlich Spaß. Das ist ein Taktik-Rollenspiel, aber auch mit viel Entscheidung und so. Das ist jetzt der vierte dann? Oder? Nein, das wird das Neue sein, denke ich mal. Das passt überhaupt nicht zu Banner Saga. Aber so vom Spielprinzip wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Back to our people. Strategisches Gameplay verbunden mit Koop-Adventure. Okay, okay. Nimm alles zurück. Aber auf einer 2D-Ebene, wie es ausschaut. Mhm. Ever-changing world. Naja, okay. Sieht ehrlich gesagt ganz nett aus. Ja, aber... Hat so ein bisschen was von Guardian Heroes auf dem Saturn damals. Ja, stimmt. Aber ich glaube, das wird was ganz anderes werden. Towerborn. Aber hey, eine neue IP ist immer gut. Das stimmt. Das stimmt. Stimmt, das war First Party, ne? Also ja, Second Party wird es sein, weil Stoic ist Second Party. Stoic gehört nicht zu. Wenn wir die alles. World Premiere. Nochmal, First oder Second. Aber die hauen echt raus. Nicht übel, ey. Was ist das? Das in Exile. Ja. Das ist das Wasteland 4? Keine Ahnung. Nein. Hat ein bisschen was von Bioshock Infinite. Ja, ja. Hatten die was angekündigt? Ich weiß es nicht. A finely tuned, delicately balanced machine. Cool. Also, das nicht um Bioshock ist. Das Ding brauche ich unbedingt mit dem Teppich. Das wird ein RPG von denen sein. Die sind ja nun mal RPG-Macher. Und Sarah Bond selbst ist im Spiel. Hat sich mal mit eingebaut. Aber das sieht mega aus. Das Setting ist super. Es ist doch ein... Es ist quasi... If you alter our past, Bioshock-Klon zumindest. Ich sag ja, es sieht aus wie Bioshock Infinite. Ja, zumindest wie ein Klon davon, ne? There is nowhere in space or time. Aber du kannst ja auch in Rollenspielen ballern, siehe Cyberpunk. Es hat ja auch was mit Zeit zu tun.
Alter, das sieht aus, es ist hier richtig ein Bioshock-Klon. Geilo. Mit Zeitmechanik. Ja, geilo. Oh no. What did I do? Any last words before my friend puts one in your scalp? Block. Work. Wow. Revolution. Geilo. Das sah gut aus. Wirklich, wirklich gut. Due time, wenn es fertig ist, oder was bedeutet das? Ui, das müssen wir im Auge behalten. Das sah wirklich gut aus. Interessant vor, es sah einfach interessant aus. Hallo, Philly Boy. Today is a special day hey, for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first party studios. We opened with Fable from Playground Games, zu Ende? Which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style. Ja, vielleicht mit Starfield zusammen. Compulsion and in Exile so, das könnte sein. Shared their first original experiences since joining Xbox ja. with South of Midnight and Clockwork Revolution. Mega, das sieht echt gut aus. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studio wieso hat er ein Hexen-T-Shirt an? Hellblade 2, an all-new Microsoft hast du das gesehen? Towerborn, ja. and more in 2024. Das hat doch irgendwas zu bedeuten. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S and PC. Also wenn das Finale ist, dann hoffentlich zeigen die noch was Schönes am Ende. Andrew. Boah, wenn das wirklich Singleplayer wird, ne? Da habe ich so Bock drauf. Lucasfilm Games. 33 Immortals from Thunder Lotus. Kunitsugami, Path of the Goddess from Capcom. And more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor ReFantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona Metaphor ReZero? We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Huh? Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Mehr Store? Oha. Also mehr Steigerplatz? Back? Oder eine neue Konsole. In Black. Eine neue S, ja. Mit mehr Speicherplatz. 1 Terabyte. Ja. Ist ja nicht unser bei der Konsole, ne? Also du hast sie, aber der Grund ist erflogen, ne? Ja, genau. Ja, aber schön für die Leutchen. 349. Ein bisschen teurer geworden, ne? Ja, ein Terabyte SSD plus Game Pass bei der S ist schon ganz gut, glaube ich. Ist ein guter Deal. And now for the one more thing you've all been waiting for. So. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done. Ach so. For the biggest game we've ever built. Also kommt noch was so sit tight and enjoy so Gears oder Starfield Direct. Perfect Dark oder so. Ja, ich dachte auch, da kommt noch so ein kleiner Rauschmeißer. Ein kleiner Rauschmeißer. Naja. Dann gucken wir halt Starfield an. Ja. War aber gut. War gut, auf jeden Fall. War eine gute Dings, auf jeden Fall. Schöne Games, also dieses Clockwork, wie hieß es? Ich hab schon Clockwork Revolution. Oder? Das sah geil aus. Dann dieses mit South of Midnight. Fable sah mega aus. Fable sah cool aus. Dieses mit South of Midnight. Da gab es ja leider kein Gameplay. Sah interessant aus, sage ich daher mal.
Ja, war schon gut, war schon gut. Aber jetzt eine Stunde Starfield? Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you, from the Elder Scrolls to Fallout. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then. With the games we've built, our technology, and all of us here in the studio, we've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. Also, Andi? Eine Stunde jetzt Starfield? Habe ich das richtig verstanden? Starfield. Jawohl. Das wird aber, glaube ich, erschöpfend. But it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world. Aber zumindest sehen wir es bei Endgame-Footage. Ja, das stimmt. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. Du musst das doch irgendwie narrativ alles zusammenhalten. And it wasn't until now that ja, und stilistisch, nachher sehen die alle irgendwie aus so einem Zufallsbaukasten aus. Und dann will ich auch keine Zeit daran verbringen. Ja. To the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. Und das ist cool. Wissen wie Breath of the Wild. Realistically simulate the galaxy around you. Our next generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. And of course, hey, you can play it in third person. Animation system ist neu. Na, immerhin. Immerhin. And you can play it in first person. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game, given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources. Na gut, das haben die jetzt aber ein bisschen abgeguckt. And maybe even stumble upon something unexpected. Das sieht aber schon mal dynamischer aus. Gerade, ja, oder vielleicht ist es das Material. Einfach nur nicht so flüssig. Boah, es wirkt bei mir auch nicht so flüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss der Stream sein bei mir, weil es lief gerade gefühlt mit 20 Frames. Okay. In your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons to spacesuits to food. We just obsess over the details and food. We obsess over food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head out. Wie wollen die das auf der Xbox Series S zum Laufen bringen? Gar nicht. Our mission was to convey the wonder. Jetzt mal ehrlich, ohne dicke Kompromisse oder so. Ja, mit 30 Frames halt, the golden age of early space flight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us it's that contrast, that's where the visual interest is. Obviously the NASA, which is the rigid, hard, function over style. And then punk, which is all about style.
You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch. A bit of lo-fi rather than sci-fi. Sieht so ein bisschen retro sci-fi aus, ne? Worn, and so ein bisschen lifted. Wie bei Alien. Wie bei Alien, ja, ja. Aber passend auf jeden Fall. This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, where we can find the city of New Atlantis. Kann man da auch per Hand hinfliegen, also den ganzen Weg? Das wäre natürlich irgendwie schon cool, so Freelancer-Style. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Also das Spiel ist definitiv ambitioniert. Ja, das muss man schon sagen. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a colony war memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Es ist wieder mitten in das Gesicht. Diese Augen sind so seelenlos. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. Aber guck mal, sehen wir zumindest so ein bisschen was von der Story. Ja. Oh my god. Look at how it's coming together. Ein bisschen was von der Halo-Serie. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noelle, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege, and Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barry. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. Die Augen. The journey you take with Constellation ich sag ja, is just die sind so tot. Die gucken mich zwar an, aber es geht durch. Da ist halt kein Leben drin. All kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies.
The city of Cydonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. Oh, das sieht ganz cool aus, muss ich sagen. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. Mega. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Ryujin is hiring. Das hat ein bisschen was von Cyberpunk. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. Das Kämpfen sieht ja schön cool dynamisch aus, muss man sagen. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities. And by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Snap out of it. Hey, come on. Come on. Okay. Take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Das Gesicht vom Linken sieht aber ganz gut aus, muss ich sagen. You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system we've ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial molds you can blend together, the dermaesthetic, the flashes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Okay. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with three basic skills. From chef to dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant, talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to three traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages.
You could choose to meet your biggest fan. By Victera. Is it really, really you? He'll join your crew and he'll give you gifts if you're willing to put up with this constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. Sieht schon scheiße aus. Leider ja, aber jetzt mal ehrlich. Das sieht aus wie bei Skyrim. Die bewegen sich noch genauso. Also, das Gesicht bewegt sich, aber der Rest des Körpers irgendwie nicht so, weißt du? I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. Aber ich mag das, dass das so, dass es diese Möglichkeiten gibt, was er da gerade erklärt hat. But mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. Das ist gut. We'll let you discover that on your own. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the Xenosociology skill because it lets you mind control aliens. 5 skill trees, das ist schon zu viel für mich. Boost pack, out of the gate, I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. Wie gesagt, also das so vom Gunplay, wenn man ballert, das wirkt schon sehr dynamisch, ne? Das finde ich gut, ja. Ja. Richtig schön fast pace und das ist auf jeden Fall gut. Also wenn es nur die Animationen sind, die die noch nicht so richtig hinbekommen haben, bin ich ja schon zufrieden, wenn der Rest stimmt. Exploration is a key aspect. Ja, aber an die Animationen werden sie jetzt, glaube ich, nicht mehr groß was ändern, oder? Starfield, there are 4 nee, star ich denke nicht. Ich denke, das hat was mit der Engine zu tun. Jojo. Jetzt heißt es einfach nur noch Bugfixing, optimieren und fertig, weißt du? Our team worked hard. Gucken, dass man das irgendwie auf der S zum Laufen bekommt. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance. Wahrscheinlich haben die schwarze S veröffentlicht oder werden sie veröffentlichen, weil es auf die normale S nicht mehr drauf passt. Vielleicht auch das. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. Das finde ich noch am coolsten irgendwie so, also so Weltraum, Exploration mit so einem Raumschiff und so, das stelle ich mir schon ein bisschen cool vor. It's all out there. Aber das, ich kann es mir immer noch irgendwie nicht vorstellen, dass das alles funktioniert. Das sieht so groß aus. On the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find.
Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our Freelancer und Starlancer und so, ne? And make some changes. Nie gespielt, keine Ahnung. Also fand ich großartig. Also Freelancer habe ich sehr lange gespielt. Das war cool. You have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the ship builder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Ich weiß gar nicht, wie ich die Zeit für all das finde, ich das auch Spiel bietet. Ich auch nicht. Creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is hoffentlich sind zumindest like denn die Missionen spannend, weißt du? HMS das war ja auch immer so ein, ja, so ein Vorzeig. Mit der Geschichte und der Handlung fällt und steht das Spiel, weil ich brauche nicht 100.000 Planeten, wenn ich da nichts drauf tun kann, was irgendwie Sinn macht. Ja, ja. So it's really whatever your imagination is. Ich sehe schon die ersten Star Wars. Ja. Oh ja, aber 1:1 Nachbaue. Ja, so die Nebenquests, die müssen schon auch irgendwie interessant sein. Ne? Ich will nicht irgendwo hinfliegen, nur um da irgendwie 10 Monster so umzubringen und das war's. Erzählt auch eine Geschichte irgendwie. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew. And they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. Fast so gut wie bei Sky Just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Fosco, for instance. These designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame. Exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky.
we're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous. And you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Powering up the grav drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. Es ist ein bisschen ermüdend, das tut mir leid. Also, ne, das ist so and viel auf einmal. Power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Ich glaube, die meisten werden eh schon ihre Entscheidung gefällt haben, ob und wann sie das Spiel zocken werden oder nicht, ne? Also ich meine, das Ding ist im Game Pass, also da werden sicherlich viele reingucken, aber die Frage ist halt, wie viele bleiben dabei, wie viele spielen das nach, weiß ich nicht, 2 Monaten, 3 Monate, 4 Monate. Eine Frage der Bugs, würde ich mal sagen. Ja. Ja, oder der Handlung auch. Oder der Handlung, ja, vielleicht auch das. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Oh, das ist cool. Das ist cool. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship. One worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them, you know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Ich weiß nicht, auf mich klingt das immer noch so, hier erstell dir deinen Charakter und wir schmeißen dich jetzt in dieses Universum rein. Ja, ja. Ohne Ziel, ohne... Gibt's das nicht schon auch in... Ja, ist es nicht, wie heißt das, Star Citizen, ist das nicht ähnlich? It's really about going to strange new places. Gibt's das nicht schon, wollte ich mit damit sagen, also in Star Citizen? Then realizing 2 hours later, bin ich nicht drin in diesen ganzen Space Adventures, keine Ahnung. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests. And it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers. Breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder. And sometimes, a little fear. Oops, I got a leg bone, yeah. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free.
everybody. We've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. Oh, and cool. For this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's watch. This is, cool. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. Isn't a geile Idee. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care and designed this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and that's the overall nice functionality and believability of this. Cool. Something coole Idee. That would exist in the world. Ist ja nichts für mich, aber coole Idee. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there. And it even tells the time. Was die kostet. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. Ja, gut, den haben wir ja schon gesehen. Der ist ja schon favorite controller. Früher geleakt worden. We love this big with Starfield because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content Dinos fragt im Chat, ob wir auch um 22 Uhr die PC-Games schon gucken. Also ich bin dann raus, ich weiß nicht, was bei dir auch schon ist. Ich bin auch raus, also ich werde gleich auch. Ich bin, muss ich sagen, ehrlich gesagt, ein bisschen erschöpft, so jetzt vom langen Sommertag und jetzt hier zwei Stunden in der Hitze sitzen. Ich bin einfach erschöpft, muss ich ganz ehrlich sagen. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Also das Gunplay, bleibe ich dabei, das sieht weiterhin sehr, sehr cool aus und flutschig und ja, schön dynamisch. It's completely up to you, how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even grafisch ist figure schon out the recht certain populent, creatures and plants. Abgesehen von den Charaktermodellen, you can build jetzt, aber ich finde auch der Planeten, die Schiffe, genau, der Stil ist irgendwie cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, über die Charaktermodelle, die sind wirklich nicht auf State of the Art, sagen wir es mal so, ne? When we were concepting these Aber creatures, es reicht. We really wanted to also think okay. of them as okay. natural to the environment. We didn't want alien monsters. We wanted native wildlife. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Das haben die geschafft. Ich finde, dass die Lichtstimmung schon ziemlich cool aussieht. Auf jeden Fall. Ja. Das stimmt. Aber glaubst du, man kann da wirklich überall hingehen? Alles, was man da auf dem Bildschirm sieht, das ist ja unfassbar krank lang, weißt du?
Wie willst du das schaffen? Ich hab keine Ahnung. Es ist ja schon schwer genug, einen Planeten interessant zu gestalten. Wie willst du ein ganzes Universum interessant gestalten? Tears of the Kingdom frisst mich schon vollkommen auf. Mit seinen drei, in Anführungsstrichen, Welten. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. Die werden aber wahrscheinlich nur bestimmte Gebiete zugänglich machen auf dem Planeten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du den gesamten Planeten erforschen kannst. Das hört sich so an. Also, das haben sie mir jetzt hier so quasi doch eigentlich erzählt, oder? So wirkt es zumindest. Sie haben es nicht explizit ausgeschlossen. Ja, schon, aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Planeten wirklich als solche komplett begehbar machen. Das wäre ja utopisch. Aber es klingt so. Add crafting als wär's and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Oh man, different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels. Also man hätte das auch schön in 20 Minuten packen können. All you stealth players out there will surely need a suppressor. Der Ben schreibt im Chat bei mir, oder die generieren das so ähnlich wie bei No Man's Sky. Also, kann ich mir auch vorstellen. Ich habe das nie gespielt. Was ist denn da? Ich glaube, da werden die Planeten zufallsgeneriert. Ja, das glaube ich, dass die zufallsgeneriert sind. Daher wirken viele halt auch wie auf dem Baukasten. Jetzt nicht so, als wenn da jetzt einer mit Liebe und Zeit dran gegangen wäre. Nein, ich denke, es wird sicherlich einige fertige geben, ne, mit den wichtigen Städten. Aber auch ganz viel zufallsgeneriertes Zeug, sonst geht's ja gar nicht anders. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. A lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like also ich sag mal so, wenn alles das eintritt, was die hier versprechen und die Qualität vom Spiel stimmt, dann wage ich zu behaupten, dass Microsoft oder Xbox-Besitzer für die nächsten 6 Monate mindestens kein anderes Spiel mehr brauchen. Weil da bist du ja hiermit sehr gut bedient. Ja, wenn du das so. Wie gesagt, ich würde immer noch so gern wissen, wie. Also, die haben ja so ein bisschen erzählt mit dieser, am Anfang mit dieser Gruppe da, mit dieser. Ich weiß gar nicht, ob ich ja, aber das war's ja auch schon. So. Ne? Die Alien-Artefakte und dann war's das. Dann haben wir nicht mehr das Story gesehen oder gehört. Ja, dann. Ja, muss ich mal gucken, ob mich das denn bei der Stange hält. Get up close and personal with your own two fists. Or you like more compact weapons like pistols and submachine guns. Or maybe you prefer something bigger. Starfield's got you covered. Wenn man sich das mal so genauer anschaut, ne? Ja. Richtig helle scheinen die Gegner aber nicht zu sein. Stehen im Weg rum, laufen auf dich zu, nehmen keine Deckung. Ja. Mir fehlt nur da so ein bisschen das
Vielleicht war das gerade, ja, war das so ein bisschen showmäßig, damit es geil aussieht. Weißt du, hat man das vielleicht mit Absicht gemacht? Wer weiß, wer weiß. Okay, Zauberfähigkeiten kommen auch noch dazu. Oder was war das gerade? Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's ja, a lot das to war the viel, game. Toddy Boy, das war viel. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spent all this time building your ship and you see it on the land pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. Ich hoffe nur nicht, dass es so ein Reinfall wird wie Redfall, wenn dann das Ganze erscheint. Plötzlich, kommen dann die 60-70% Wertung rein. Oh, er hat Ending gesagt. Es gibt also auch irgendwie ein Story-Ending. Sniper Rifles, come on. Lever Action, Rocket Launcher, Brain Sprout. I love, but some people might find creepy. I don't know. And that's where I've been. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield. And make your own special moments. Ladies and gentlemen, go. Proton Constellation. You are Go 440. Jetzt haben wir es aber, oder? Hoffentlich. Neunter, Sechster. Aber das wussten wir ja schon. 6.9. Hab ich 9.6. gesagt? Ja, 6.9. Ah, schade, das Steelbook sieht ein bisschen lahm aus. Ja, das stimmt allerdings. Ein bisschen uninspiriert, ne? Ja, ja. Sternkarte fertig. Ja. Ja, damit hätten wir es. Damit hätten wir es? Damit hätten wir es. Oh, warte. Das hat mich jetzt ein bisschen... Also im Grunde war das ein guter Showcase, finde ja, ich. Ja, fand ich auch. War gute Überraschung dabei. Endlich mal ein bisschen was von den Spielen gesehen. Wo man sagen muss, man hätte noch ein bisschen mehr so Gameplay-mäßig zeigen können. Also Hellblade hätte ich mir jetzt so ein bisschen mehr Gameplay jetzt, ne? Also relevanteres ja. Gameplay, sagen wir es mal so. Und man hat ja eine Story-Sequenz gezeigt. Dass das passen würde, hatte ich ja schon erwartet. Ich fand dieses In-Exile-Game geil. Clockwork Revolution. Fable sah cool aus, richtig interessant, ne? Warft sah mega gut aus. Warft? Ach ja, das war das von, ja, ja. Diese Obsidian. Ja. Ich freue mich hier auf das Star Wars-Game, auch wenn es jetzt nicht von Xbox ist, aber hoffentlich wird es das, was ich hoffe, was es wird. Aber ich persönlich habe ehrlich gesagt ein bisschen Perfect Dark vermisst und hoffe, dass da nichts irgendwie in der Entwicklung gerade schief läuft, weil das Spiel hat ja Probleme, wie man so hört. Ja, ja, das hat man ja gehört. Heieiei. Naja, aber das hat ja auch noch Zeit. Ich meine, nächstes Jahr ist voll. Ist ja, kommt ist ja voll, genug. Das stimmt. Das stimmt. Es reicht da. Das ist schon Towerborn, Wow, Senua's Saga, Clockwork Revolution, Fables, House of Midnight sieht super interessant aus. Ja, da sind schon ein paar interessante Sachen dabei, muss man sagen.
Streamst du morgen Ubisoft um 19 Uhr? Das wird, glaube ich, zu früh bei mir. Aber um 22 Uhr Capcom schaffe ich. Ich glaube, also Ubisoft kriege ich morgen wahrscheinlich auch nicht hin, aber bei Capcom wäre ich auch am Start wahrscheinlich. Ich wollte zwar nicht unbedingt, aber ich glaube, das wird geil. Ich glaube, Capcom hat noch die eine oder andere Überraschung für uns. Ja, ich glaube auch. Also gerade. Ja, lass uns morgen nochmal kurz schließen. Ey, wir haben morgen Podcast. Ey, Andi, wir haben morgen Podcast. Ja, dann kommen wir direkt aus dem Podcast in den Stream rein. Das müssen wir, ja, stimmt, da müssen wir gucken. Wenn wir um, wir nehmen ja erst um 8:45 auf, das wird eng. 8:45, wir nehmen um 9:30 auf in der Regel. Das wird grundsätzlich eng, das Capcom. Da müssen wir gucken, dass wir uns irgendwie abstimmen. Gut. Das wird eng. Dann würde ich sagen, ich verbringe noch ein bisschen in meinem Chat und... Ja, geht mir genauso. Gut. Es war mir eine Freude. Ja, war sehr spaßig. Ich wünsche allen Spielewelt-Tianern einen schönen Abend noch. Andi, wir sehen uns. Ja. Dir und deiner Community auch. Bis dann. Ciao. Ja. So. Dann haben wir das. So, Leutchen. Dann sag mal was. Capcom ist um 0 Uhr. Ja, dann streamen wir das. Dann streamen wir das. Super, dann machen wir das. Raketen, also, oh, ob es ein Kollisionssystem bei den Raumschiffen gibt. Oliver, ich denke mal, das muss doch fast, wenn du Space-Kampf machst, dann macht es ja Sinn, dass du dann auch gegen die Gegner fliegen kannst oder so. Doch, das muss dabei sein. Spielewelt-Jana ist voll ungewohnt. Wann kommt ein Roomtour-Update? Wäre mega, ja? Ich war so schon mal am Überlegen, ob ich mal wieder ein Roomtour-Update mache. Nächste Woche Roomtour, also jetzt nächsten Samstag. Guck mal, ich will es nicht ausschließen, sagen wir es mal so. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr gemacht. Es ist jetzt auch nicht so spannend, muss man ganz ehrlich sagen. Es hat sich nicht so viel geändert, aber es ist zumindest ein leicht produziertes Video. Roomtour wäre cool. Roomtour. Na gut. Ist das neue Monkey Island eine Erweiterung zu Sea of Thieves oder habe ich da was falsch verstanden? Ja, es ist, scheint mir irgendwie eine Erweiterung zu sein. Ich weiß auch nicht, wie das zusammenhängt. Ich würde schon gerne irgendwie sowas Neues zu Monkey Island spielen, aber wenn das Sea of Thieves ist, da bin ich halt überhaupt nicht drin. Das ist ja irgendwie so ein Piratenschiff-Simulator spielen. Ich weiß nicht, ob das denn Sinn macht oder so. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Starfield hat mich massiv enttäuscht, wirkt sehr vollgepackt und damit seelenlos. Microsoft versucht den Titel über alles zu pushen und wird damit fake. Ich muss mal gucken, ich lasse mich darauf ein und dann werden wir sehen, wie das wird. Es ist jetzt auch nichts, wo ich mega krass gehypt bin, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil man kann schon sehr gut erahnen, in welche Richtung das gehen wird. Ich bin halt einfach auch nicht der größte Bethesda Rollenspiel-Fan, ne? Ob Fallout oder Elder Scrolls, ist nicht meine Art Rollenspiel. Ich mag es eher, an einem roten Faden entlang eine Story zu kommen, anstatt einfach so, hier ist eine Welt und mach. Das kann funktionieren, aber das funktioniert dann auf andere Art und Weise, wie zum Beispiel Zelda es macht gerade. Ja. Ich fand die Charaktermodelle in Starfield echt nicht hübsch. Nee, Alexander, das fand ich auch. Das war so ein bisschen, da muss man auch sagen, das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Ich glaube, das ist aber jetzt auch nicht der Hauptfokus des Spiels. Von daher wird das schon okay sein. Ich glaube, die meisten Leute spielen das wegen der Weltraumexploration und der Exploration der Planeten. Und die werden damit durchkommen, sagen wir es mal so. Jansel, wie weit bist du bei Zelda? Wie ist deine bisherige Meinung zu dem Spiel? Also ich habe jetzt diese vier Dungeons gemacht, die man am Anfang zugeschanzt bekommt. Ne, man bekommt ja diese Quest hier, geh mal in die vier Richtungen, mach mal die vier Dungeons, den Donnertempel, den Wassertempel, den Windtempel und den Feuertempel, die habe ich alle abgeschlossen. Und jetzt habe ich mich so ein bisschen erstmal von der Hauptstory gelöst und erkunde gerade so ein bisschen. Ich bin gerade in Hateno da im Südosten. Guck da so ein bisschen. Ich habe schon einige Stunden reingebuttert. Es macht mir sehr viel Spaß bisher. Und ich mag es, immer wieder schöne Sachen, kuriose Dinge zu erleben und Dinge zu machen. Aber den Rest jetzt, also ich hoffe, dass ich demnächst durch bin. In 2 Wochen habe ich
meine Juni-Folge geplant, meine Pickup-Folge, dass ich da denn durch bin in 2 Wochen. Das wäre schön. Mal schauen. Dann werde ich da meine finale Meinung zu sagen. Aber ist sehr positiv bisher. Sehr positiv. War schon besser als Sony, so ehrlich muss man sein. So ehrlich muss man sein. Ich fand es auch besser als Sony. Auf jeden Fall. Also da einfach die schiere Menge an Spielen, die hier schon gezeigt wurde. Das war schon gut. Ist vielleicht nicht für alle immer das Passende dabei, aber da für jeden etwas sicherlich, denke ich mal. Sea of Thieves vor ein paar Wochen im Koop getestet. Nee, nix für mich und Monkey Island wird bestimmt wie Fluch der Karibik DLC. Wie war denn der Fluch der Karibik DLC? Ich kenne mich da leider nicht aus. Also ich bin da nun absolut nicht drin. Dann werde ich das nämlich... wäre schade, weil das war schon cool mit dieses Crossover. Wie weit bist du mit Nioh 2? Noch überhaupt nicht angefangen, weil ich erst Zelda zu Ende spielen will. Sorry, das muss mir gestattet sein. Ich will erst Zelda durchziehen und dann widme ich die anderen Zwangsaufgaben. Antarktika 88 bei mir angekommen. Yes. Warte kurz. Liegt hier schon auf meinem Pickup-Stapel. Für alle Leute, die es nicht wissen, das ist das dritte Spiel, glaube ich, mittlerweile von Limited Rare Games. Die unter anderem Pupslinger gemacht haben und Demon Pit. Und das ist halt so ein reines Sammlungsding. Also die Spiele online, die ersten beiden gehen im hohen, dreistelligen, teilweise vierstelligen Bereich. Dementsprechend war das für mich ein No-Brainer, einfach rein wirtschaftlich sich auch dieses Spiel zu kaufen und es einfach liegen zu lassen und irgendwann mal, also es bleibt natürlich in meiner Sammlung. Und vielleicht hat man dann irgendwann mal ein wertvolles Spiel, was man verkaufen kann. Und doch auch cool. Spielen, also nee, aber ja. Lohnt sich die Xbox noch als Sammler oder kann man physische Spiele dort vergessen? Das ist eine sehr schwere Frage, FQ. Also aktuell sieht es da sehr mager aus, weil er zurzeit noch nicht so viele physische Games gibt, also neue, aber wir haben ja gerade einige neue gesehen. Dementsprechend in nächster Zeit wird da sicherlich was kommen, dass es vielleicht mehr Sinn macht. Das Problem ist halt auch bei Microsoft, dass die Games Discs bisher wertlos waren, ob nun bei Forza Horizon oder bei Halo. Das sind ja Live-Service-Games, da ist quasi nichts auf der Disc drauf. Das ist also, lohnt sich nicht wirklich, das zu sammeln. Aber wenn man eine Series X hat, ich meine, du kannst fast alle 360-Spiele damit zocken, in verbessert. Du kannst etliche Xbox-Spiele zocken. Ich nutze meine Xbox auch hauptsächlich für die Abwärtskompatibilität, aber das macht halt Spaß. Ne? Und das muss dann jeder selbst überlegen, ob einem das die 500€ wert ist. Streamst du morgen Ubisoft? Max, Ubisoft ist, glaube ich, zu früh mit 19 Uhr, aber wenn Capcom um 0 Uhr ist, dann sind wir dabei. Weil um 21 Uhr haben wir morgen Podcast-Aufnahme. Da wäre ich dann nicht dabei. Aber Capcom um 10 sollte klappen. Nioh 2 ist besser als Nioh, aber stresst dich da nicht so und versuche es zu genießen. Dann macht es Spaß. Hab da fast 400 Stunden drin und bin bei der schwersten Schwierigkeitsstufe. Krass, Kairim. Ja, ich möchte mich da auch nicht stressen lassen. Ich muss auch ganz ehrlich sein, ich mache natürlich im Juli meine alljährliche Sommerpause bis in den August rein. Und das Spiel werde ich da erst zocken und auch erst im August das Spiel dann hier besprechen. Da braucht da einfach die Zeit auch für, ne? Es kommt auch Final Fantasy 16, was ich auch unbedingt zocken möchte. Das ist einfach eins meiner Lieblingsfranchise. Das muss sein. So, wo war Indy, verdammt? Ja, Indiana Jones hätte ich auch gern gesehen, aber ja, gut. Oh, nächstes Jahr dann halt, ne? Wenn Starfield und Spider-Man noch gut werden könnte, 2023 echt eins der besten Jahre für Games aller Zeiten werden, ja. Und vergesst nicht, es kommt bestimmt noch der ein oder andere Überraschungshit, so ein Spiel, was niemand auf dem Schirm hat und was dann total abgehen wird. Keine Ahnung, wie Hades oder... Irgendwie gibt es doch immer, oder Celeste oder so, jedes Jahr gibt es doch immer so einen kleinen Titel, den keiner auf dem Schirm hat und der da total abgehen wird. Ich glaube, auch da wird es wieder was geben. Und ich glaube, unterschätzt nicht Final Fantasy 16, das wird, glaube ich, auch ziemlich geil. Das könnten ziemlich gute Spiele ja werden, da gebe ich dir vollkommen recht. Moin, sag mal bitte, wie du die Xbox Direct fandest, konnte leider erst jetzt reinschauen. War eine gute Showcase. Sollte man sich mal reinziehen, war cool, waren geile Games dabei. Hätte ein bisschen mehr Gameplay sein können, dafür
hat man umso mehr Starfield bekommen. Paar richtig schöne Überraschungen auch. Mein Favorit war auf jeden Fall Clockwork Revolution, aber auch das neue Fable sieht super aus. War nicht schlecht. War ein super Showcase. Nächste Hausaufgabe, Far Cry 2. Leute, nächste Hausaufgabe, macht doch mal Baphomets Fluch. Komm, es wird doch langsam lächerlich. Das ziehen wir hier seit einem halben Jahr mit durch. Muss mal sein. Hast du schon Resident Evil 4 Remake angezockt? Geralt, nein, auch das nicht. Ich habe irgendwie wenig Zeit dafür gehabt bisher. Es war noch kein Zeitfenster da. Ich weiß auch nicht, was das dieses Jahr ist. Irgendwie, ja, mal gucken. Kam Everwild vor? Nein. Like a Dragon Infinite Wells sah lustig aus. Ja, stimmt. Neuer Yakuza-Teil. Ubisoft übrigens, das wollte ich mit euch auch nochmal drüber reden. Ubisoft wird mega, haben ja seit Monaten nichts gesagt. Hoffe auf Prince of Persia, The Sands of Time und Splinter Cell und mal gucken, was sie noch präsentieren. Ich habe da nämlich gerade Prince of Persia gelesen und ich habe ja den Showcase auch jetzt geguckt, das Summer Game Fest. Da haben sie ja Prince of Persia, ich weiß gar nicht, wie der Untertitel heißt, dieses 2D-Spielchen, dieses neue. Ne? Und ich habe das gesehen und dachte, boah, wie geil ist das denn? Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ne? Zurück zu den Plattformen und ja, es ist nur 2D, aber es sah super geil aus. So ein Action-Plattformer mit Kampf, so ein bisschen Metroidvania-mäßig. Ich dachte, das ist doch super. Endlich macht Ubisoft mal was mit der IP. Ne? Ich kann ja auch verstehen, dass sie das nicht 3D-mäßig machen wollen, Action-Adventure, weil das vielleicht zu nah an Assassin's Creed dran ist mittlerweile. Dass man dann das sagt, okay, dann machen wir was ganz Neues und so ein kleines 2D- Spin-off, fand ich super. Bin da mega gehypt drauf, fand das richtig geil. Jetzt habe ich mitbekommen im Internet, das ganze Internet hasst dieses Spiel. Warum auch immer. Ihr auch? Ich dachte, das ist doch total die geile Idee. Was habt ihr denn gegen dieses 2D Prince of Persia-Ding? Nur mal so, als Frage. Jansel, was hältst du von Call of Juarez Bound and Blood als potenziell zukünftige Hausaufgabe? Melvin, liegt nicht an mir, schlag es vor, wenn genug Votes kommen. Ich zocke es gerne. Habe ich mal Bock drauf. Erstmal die versprochenen Pokémon-Hausaufgaben. Ja, Pokémon wollte ich auch nochmal zocken. Ich hab's ja auch noch liegen irgendwo. Das muss ich auch nochmal machen. Oh Leute, ihr macht mich fertig. Wir wollen das alles zocken. Und es ist Sommer. Sieht super aus, verstehe den Hate nicht. Okay. Ja, schwierig alles zu zocken neben Familie und Arbeit. Rex, du sagst es. Das ist, ja. Das neue Prince of Persia sieht für mich aber zu schwer und zu schnell aus. Die Idee ist, finde ich, aber genial. Okay, dass es vielleicht für einen persönlich von der Art des Gameplays nichts ist, das kann ich verstehen. Aber das ist ja irgendwie kein Grund, das denn öffentlich zu haten. Der Trailer hat irgendwie so ein richtig krasses Dislike-Ratio-Verhältnis. Naja, werde ich auf jeden Fall morgen nochmal im Podcast ansprechen. Ich fand Prince of Persia auch mega. Ich habe nichts dagegen, aber vernünftige Story wäre schön gewesen. Okay, aber du musst es so sehen. Lieber erstmal etwas als gar nichts. Wir haben ja auch immer noch das Remake von Sands of Time der Hinterhand. Und wir hatten so lange kein Prince of Persia. Ich bin einfach glücklich, dass da überhaupt erstmal was kommt, oder? Oder? Herr Jansel, hast du dir schon Diablo 4 angeschaut? Wollte mal gerade meinen Case holen. Ja, ich habe es mir angeschaut. Ich habe es mir letztes Wochenende gekauft. Ich habe auch schon einmal kurz reingespielt, aber kann ich noch nichts zu sagen. Es ist Diablo. Natürlich muss ich Diablo zocken. Aber ich möchte, habe ich eben auch schon gesagt, ich möchte erstmal Zelda beenden, bevor ich da 7 neue Spiele gleichzeitig anfange. Herr Jansen, was hältst du von Pirate of the Island Trailer? Oh, was war das denn nochmal? Hab ich den gesehen? War der eben im Showcase oder ist das was anderes? Weil es sagt mir jetzt spontan nichts, tut mir leid. Wie fandest du die neue JRPG-Marke von Atlus? Sah interessant aus, sah cool aus. Hatte natürlich diese typischen Shin Megami Tensei-Einflüsse. Ich glaube, das wird gut. Das werden viele Leute zocken, weil es einfach sehr Persona-mäßig aussah vom Gameplay her. Und das hat ja ultra Spaß gemacht. Werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Bin aktuell 20 Stunden in Persona 3 FPS drinnen und wollte es eigentlich vor Final Fantasy 16 beenden, aber ich glaube, ich schaffe bis in 11 Tagen keine 80 Stunden mehr. Nee, Furuta, ich glaube, das wird eng. Da musst du richtig reinprügeln. Ja. Ich glaube, jetzt macht es schon fast mehr Sinn, aufs Remake zu warten, Anfang nächstes Jahr.
Ich zocke nur noch Mortal Kombat 1 und Warhammer 40k 2 dieses Jahr. Oh ja, da freue ich mich auch drauf. Also nicht auf Mortal Kombat, aber auf das neue Warhammer Space Marine. Das finde ich auch geil. Ich liebe den ersten Teil. Was ist dein Lieblings-Uncharted-Game? Fragt der Julian. Also, ich ganz ehrlich, ich habe immer gesagt, eigentlich zwei. Uncharted 2. Aber ich habe letztens noch mal für ein Video Teil 4 gespielt und ich wollte so wild durch die Level springen, einfach nur um Gameplay aufzunehmen. Hab da meine Save Games, ne? Und dann habe ich irgendwie im Kapitel 6 oder so angefangen und in einem Stück durchgespielt bis Kapitel 13 oder so. Ich konnte den Controller nicht weglassen und einfach gemerkt, boah, 4 ist einfach, 4 ist so ein gutes Spiel. Das sieht so geil aus und thematisch spricht es mich irgendwie auch als gereiften und gesetzteren Menschen total an, die Probleme, die Nathan da hat und so. Ich würde mittlerweile vielleicht fast sogar vier sagen. Sind beides auf jeden Fall super großartige Games und ich würde mir wünschen, dass es in irgendeiner Form da noch mal mehr geben würde. Jansel, was hältst du von Fable? Ich habe den ersten damals gespielt und fand den super. Teil 2 habe ich nur ganz kurz angezockt. Teil 3 ein bisschen länger, aber auch nicht viel. Ich mag die Reihe. Ich werde das neue sicherlich spielen. Der Trailer sah super aus. Habe ich Bock drauf. Das beste Jump'n'Run-Spiel aller Zeiten? 2D oder 3D? Also normalerweise, wenn es um Klassiker geht, also da muss man, wenn es 2D geht, muss man ja so Klassiker fast schon sagen wie Super Mario World, da habe ich damals so viel Zeit reingeballert. Wenn es in die Richtung gehen sollte, würde ich fast sagen Super Mario World. Wenn es so ein bisschen spezieller sein soll, was mich heutzutage vielleicht mehr ansprechen würde, ist, würde ich fast sagen Limbo. Das ist aber weniger Plattforming, sondern mehr Atmosphäre. Und im 3D-Bereich, 3D-Plattformer, würde ich sagen, Super Mario 64. Auch Super Mario Odyssey gefällt mir gut. Oder Jak und Daxter 1. Vielleicht auch Banjo-Kazooie. Irgendwie sowas in die Richtung. Würdest du dir ein neues Jak und Daxter wünschen? Klar. Warum nicht? Das ist eine ikonische Marke. Warum die nicht aufleben lassen? Muss ja nicht immer alles riesengroß AAA bei Sony sein. Warum nicht mal kleineres Projekt machen? Aber ich bezweifle es, spätestens nachdem man Pixel Opus jetzt geschlossen hat, dass da mal in die Richtung noch was passiert. Da heißt es immer entweder Fett-AAA oder Fett-Live-Service-Game. Ich hoffe, die Strategie geht auf, aber Inside ist viel besser als Limbo. Oh, Inside ist auch super, will ich gar nicht bezweifeln. Ich mag auch Inside total gerne. Aber du darfst halt nicht unterschätzen, ich sag mal, ohne Limbo hätte es kein Inside gegeben. Ich glaube, Limbo ist der Vorreiter für all diese atmosphärischen Plattformer und das rechne ich denen ein wenig höher an, obwohl natürlich das letzte Drittel in Inside absurd ist. Jak und Daxter ist leider in rechte Limbo gefallen. Nein, nein. Jak und Daxter ist nicht in rechte Limbo gefallen. Genauso wie Noah und Survivor. Nein, nein. Jak und Daxter ist eine ganz eindeutige Sony-IP. Das ist nicht in rechte Limbo gefallen. Kannst du ja auch auf PS Plus zocken und sonstiges. Nein, nein, nein. Lim, Noah und Liz Forever, da schon eher. Jansel, wo kann ich To the Moon als Download kaufen? Auf der Switch oder aufs. Gibt es das auf Steam? Auf der Switch auf jeden Fall. Auf Steam. Oder du kannst es direkt auf der Webseite kaufen vom Entwickler. Da habe ich das damals gekauft. Oder? Ja, ich meine ja. Die Reihenfolge von Rudolf. 4, 2, 3, 1 bei Uncharted, die würde ich jetzt mal. Der würde ich zustimmen. Nee, pass auf. 4, 2, Lost Legacy, 3, 1. Lost Legacy, unterschätzt das nicht. Super Standalone-Spiel. Jansel, zock mal Clive Barkers Jericho. Totales Hidden Gem, finde ich. Habe ich sogar da, habe ich schon mal von gehört. Ist so ein First-Person-Shooter mit Horrorelementen, ne? Aber mehr so Richtung Doom, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Finde ich nicht uninteressant, aber ja. Die Zeit. Muss es schon als Hausaufgabe durchbringen. Ein Metal Gear Solid 4 Remaster nach Snake Eater wäre ein Muss. Rudolf,
wenn sie Metal Gear Solid 3 remaken, dann werden sie auch jeden anderen Teil remaken. Also, das kommt alles. Konami hat doch gesehen, was bei Capcom funktioniert. Das wird genauso gut bei Metal Gear Solid funktionieren. Nach der Logik müsste Uncharted 1 auch der beste Uncharted sein. Ach so, meinst du das wegen Limbo? Nee, aber Uncharted 1 war einfach vom Gunplay her nicht gut. Also nicht gut genug. Erst ab 2 wurde das richtig gut. Ich fand den ersten nicht so gut. Das war nur ein gutes Action-Game. Aber richtig geil wurde es erst mit 2. Ich finde, da ist wirklich ein Gap zwischen 1 und allen anderen. Auch wenn er das Genre, dieses Franchise erfunden hat. Janse, kaufst du dir Final Fantasy 16 und was ist deine Meinung zu dem Teil Kampfsystem und so weiter? Weil es ja von den Machern... Was? Das muss ich nochmal lesen. Janse, kaufst du dir Final Fantasy 16? Ja, ist vorbestellt mit Steelbook, natürlich. Und was ist deine Meinung nach zu dem Teil Kampfsystem und so weiter? Weil es ja von dem Macher von DMC... Sorry, die Frage verstehe ich nicht, aber mit DMC hat es doch nichts zu tun. Das ist von den Machern von Final Fantasy 14. Die Macher von DMC sind Ninja Theory und Ninja Theory ist mittlerweile bei Xbox. Beziehungsweise, wenn du original Devil May Cry meinst, dann ist es Capcom. Musst du nochmal präzisieren, Kai. Jansl, was hältst du von Atomic Heart oder Metro? Atomic Heart habe ich noch nicht gespielt, klingt aber irgendwie spannend, ist mir für 60 Euro zurzeit noch zu teuer, weil ich genau weiß, dass ich jetzt gerade nicht die Zeit dafür habe. Werde ich mir irgendwann mal angucken. Metro finde ich super. Gerade Metro Exodus ist einer der besten First-Person-Shooter aller Zeiten. Das hat mich vor einigen Jahren mega umgehauen. Ich mag diese halboffene Open-World-Struktur gepaart mit diesem Roadtrip-eskem Flair. Super Spiel. Oh, Uncharted Golden Abyss hat definitiv das schlimmste Gunplay. Okay, mag sein, Theodor. Ich habe Uncharted Golden Abyss auf der Vita nie gezockt. Das Kampfsystem hat der Macher von DMC gemacht. Bei Final Fantasy 16 habe ich nicht zugehört. Ich glaube, fürs Kampfsystem von Final Fantasy 16 wurde der Typ von DMC mit dran geholt. Okay, meint ihr Original von, dann wahrscheinlich von Capcom, vom Original DMC. Ich meine, die Spiele sind ja cool, die funktionieren. Es ist natürlich sehr actiongeladen, aber das hat ja auch bei Final Fantasy 7 Remake funktioniert. Dementsprechend, ich gehe da völlig offen ran und werde es zocken. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Final Fantasy 16 Direct nicht angeguckt. Ich habe mir schon lange keine Trailer mehr angeguckt. Ich brauche das nicht. Ich weiß, ich werde das Spiel Day One zocken. Ich will mich da völlig blank drauf einlassen und brauche da... Ach, vom Devil May Cry 5. Alles klar. Ja, trotzdem. Ich kann da nichts zu sagen. Ich werde es einfach zocken und sehr viel Spaß damit haben. Wirst du Assassin's Creed Mirage zum Release zocken? Wenn ich da gerade nichts anderes habe, würde ich dem schon ganz gerne mal wieder eine Chance geben. Einfach, weil es wieder in die Richtung geht, die ich präferiere, wenn es um Assassin's Creed geht. Hast du schon Gollum in deiner Sammlung? Nein, Gerald. Die Wertungen haben mich massiv abgeschreckt. Ich habe es erstmal liegen gelassen. Dafür ist es mir dann doch zu teuer. Da warten wir lieber noch mal ein bisschen, ob ich mir das mal angucke. Und wenn, dann doch eher in einer Creme de la Côte-Folge. Ich muss jetzt mal Uncharted 1 verteidigen. Ich finde es viel besser als 3 und die Beziehung zwischen Elena und Nate war in der Trilogie am besten. Okay. Ich musste ganz ehrlich gestehen, ich kann mich auch narrativ nicht mehr so gut an den ersten erinnern. Das ist halt auch schon ein paar Jährchen her. Ich will dir daher nicht widersprechen und finde es gut, dass du ihn verteidigst. Vielleicht muss ich mir das nochmal wieder zu Gemüte führen. Aber wie gesagt, also ich glaube auch, dass es narrativ durchaus seine Stärken hat, aber mir hat es einfach so vom Gameplay selbst da noch nicht so gut gefallen. Es war so ein bisschen hakelig beim Gameplay. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr es ja auf der Uncharted Collection gespielt, auf der PS4. Vielleicht hat man das da angepasst. Aber ursprünglich auf der PS3, als das da rauskam vor vielen Jahren, war das für mich gefühlt noch so ein bisschen noch nicht ganz so smooth, wie es später bei den anderen war. Aber cool. Also ist gute Meinung. Finde ich gut, dass du das sagst. Final Fantasy VII Remake Teil 2 kommt ja nächstes Jahr, soll am Anfang kommen. Ja, haben sie ja beim Summer Game Fest angekündigt. Early 2024 heißt Frühjahr für mich, heißt für mich so wahrscheinlich wie Final Fantasy VII Remake. Ich gehe davon aus, dass es Richtung Ostern, April wird. Das macht Sinn, ja.
Okay. Ich gönne dir die Sommerpause wirklich. Ich hoffe, du bekommst den Kopf frei, um wieder viele neue Ideen zu haben. Das ist für mich in letzter Zeit schwer, Ideen zu finden. Es ist nicht, also, irgendwann habe ich das Gefühl, ich habe ja auch alles abgehandelt, was ich in meinem Raum. Irgendwann sind auch alle Spiele durchgespielt. Und neue Spiele nachzuspielen, ihr seht es ja, es kommt so viel und ich muss irgendwie auch Zeit finden. Es wird schwer. Es ist halt blöd, dass ich irgendwie keinen Content habe, der von sich selbst kommt. Also, keine Ahnung, wenn ich ein Let's Play machen würde, da muss ich mich um nichts kümmern. Ich weiß, da ist das Spiel und ich kommentiere und fertig. Aber hier immer so sich selbst was zu überlegen, das macht es total schwer. Und ich brauche auf jeden Fall mal wieder Zeit, um auch wieder was vor, also Spiele spielen zu können, um Content haben zu können, worüber ich reden kann. Ja, das macht, also so ein Stream ist da leichter. Das ist ja genau das Leichte. Weißt du, setz dich hin, machst das Mikro an und labern. Fertig ist der Lachs. Das ist viel, viel, viel leichter. Jansel, zeigt deine Star-Wars-Sammlung, du. Ich habe keine Hose. Ich habe ein Lichtschwert und ein paar Videospiele, sonst habe ich keine Star-Wars-Sammlung. Uncharted 1 hatte große Pacing-Probleme, von einem Ballerareal ins nächste. Uncharted 2 war da ein gewaltiger Schritt, wie von Assassin's Creed 1 zu Assassin's Creed 2. Ja, gehe ich mit. Sehe ich bei Assassin's Creed 1 zu Assassin's Creed 2 ähnlich. Das war auch, der erste war ein Prototyp, aber mit dem zweiten wurde es geil. Roomtours gehen immer. Ja, dann machen wir nächstes Mal eine Roomtour. Ich glaube, das ist gut zu produzieren. Danach gibt es Pickup-Folge für den Juni, sofern ich mit Zelda durch bin. Wenn nicht, werde ich noch eine Woche warten. Oh. Ich meine deine Spiele und ranke sie. Ach so, Star Wars Game Ranking. Ja. Kann man mal machen. Also was auf jeden Fall dieses Jahr noch geplant ist. Ich habe es, glaube ich, schon das ein oder andere Mal erwähnt. Top 20 JRPGs. Meine 20 liebsten JRPGs. Und passend zum 10-jährigen Jubiläum der PS4 im November wird es eine Top 20 oder 25 meiner liebsten PlayStation 4 Spiele geben. So, die Videos sind auf jeden Fall fest. Der Rest, wir werden sehen. Vielleicht mehr Videos von nur einem Spiel, ähnlich wie bei Cyberpunk oder The Last of Us. Aber das waren so richtig kontroverse Videos, die richtig gut gepasst haben und die richtig geil geklickt wurden. Ich habe auch schon Videos zu einzelnen Spielen gemacht, wo es ein bisschen mehr darum geht, wie gut ich sie finde. Zum Beispiel letztens erst zu Skies of Arcadia. Ich habe das schon mal zu Final Fantasy VII gemacht, zu Nier. Und die Videos kommen immer überhaupt nicht gut an. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie deprimierend es ist, wenn man so viel Herzblut und Leidenschaft in so ein Video steckt und niemand guckt es sich an. Na, das finde ich dann auch immer scheiße. Dann ist es das ist mir die Mühe dann immer irgendwie nicht wert. Ich würde, also es wäre sehr leicht, wenn ich, also für mich persönlich, ein Video zu nur einem Spiel zu machen. Das würde vieles erleichtern, aber wenn es dann immer keiner klickt, dann ist es auch irgendwie blöd. Ne? Ich hoffe, Shane Echoes ist mit in der Liste. Ja, das könnte gut sein. Ist dieses Jahr nicht auch mein 10-jähriges Jubiläum? Echt? Nein. Mein erstes Video 2013 hochgeladen? Ich glaube, es war erst 2014. 10 Jahre mache ich die Scheiße? Nee. Und so erfolglos? Leute, abonniert die Scheiße hier mal. Warum bin ich noch nicht bei 100.000? Was ist das für ein Kack? Ey. Hi, Nier ist toll. Auf jeden Fall. Nier ist super. Dein Red Dead 2 Video habe ich immer noch auf dem Handy. Ja, das mag ich auch. Das war auch, ja, ich könnte mal vielleicht das ein oder andere Video zu einem einzigen Spiel machen. Aber meistens funktioniert es immer nur gut, wenn es ein kontroverses Thema ist. Dann klickt ihr. Ja, wenn ich nur was lobe, dann winkt das jeder nur durch und ignoriert es. Was ist dein liebster Assassin's Creed Teil und warum? Ich bleibe bei Teil 2. Einfach, haben wir vorhin auch schon gesagt, das hat mich damals total gecatcht. Ich fand den ersten, war für mich nur ein Prototyp, der eigentlich cool war, aber noch nicht so richtig funktioniert hat. Der zweite hatte dann auch richtig schön Story, einen super charismatischen Hauptcharakter mit Ezio Auditore di Firenze. Eine tolle Spielwelt, die ich damals auch irgendwie so in der Form noch nicht gesehen habe, mit diesem italienischen, was ist das, die antike Mittelalter, Frühmittelalter. Das Gameplay hat geil Spaß gemacht, es hat funktioniert und es ist einfach, ja, für mich der beste Teil 2.
Ich wäre mal wieder für Live-Videogame-Hunting. Dafür müsste ich dann auf den Flohmarkt gehen, früh morgens. Und in letzter Zeit habe ich mich immer dazu, also bin ich nur auf Flohmärkte gegangen, spät nachmittags. Die Ausbeute war immer so medium gut. Ich kann ja mal meine Flohmarktbeute zeigen von letzter Zeit. Auch. Warum habe ich den Kopfhörer auf? Ihr redet da nicht mit mir. Dieses Spiel habe ich mir letztens auf dem Flohmarkt gekauft. Kennt ihr das? Naval Assault. Das ist. Ich hab das noch nie gesehen. Ich sah das bei so einem Händler. Und da stand Xbox. Nur für Xbox 360 drauf. 505 Games, das sind ja auch immer so Spiele, die nicht ganz günstig sind, gerade für PlayStation und so. Und dann haben wir uns geeinigt auf 7 €. Ich habe im Internet geguckt, das ist eher so ein 20-Euro-Spiel. Es ist irgendwie so ein Kriegsschiff-Simulator, vielleicht nicht unbedingt meins, aber das war mal wieder Flohmarktausbeute. Aber ganz ehrlich, damit kann ich kein Video füllen. Hey Jansel, was waren deine Highlights und wie fandest du die Show? Wirst du morgen Ubisoft auf Steam auch streamen? Dragon King, meine Highlights waren wahrscheinlich Clockwork Revolution, das neue Spiel von In Exile, so eine Art Bioshock-Klon. Ich fand auch Fable sehr interessant. Hätte mir gerne noch ein bisschen mehr Gameplay zu Hellblade gewünscht, bin aber froh, dass es zumindest ein Release-Fenster gibt. Es war insgesamt ein sehr guter Showcase, fand ich, muss man sagen. Also war für jeden was dabei. Auch wenn es gerade hinten raus mit Starfield sehr langatmig wurde. Ich bin vollkommen erschöpft, mir da noch eine Stunde Starfield zu geben. Das war keine gute Idee. Was sagst du zu den Final Fantasy X Remake-Gerüchten? Macht total Sinn. Ich glaube, demnächst kommt endlich Final Fantasy IX Remake. Ist ja auch schon ewig gerüchtet. Warum sollte denn irgendwas einem Final Fantasy X Remake im Wege stehen? Das macht ja, alle Japaner scheinen ja ihre alten Dings zu remaken. Ne? Guckst du auch andere YouTuber und wenn, welche? Also, wen ich auf keinen Fall gucke, ist Redeemer. Den solltet ihr nicht gucken, der ist richtig schlecht. Der macht nur Kacke. Aber ja, ich gucke auch andere. Was habe ich denn? Was kann ich euch denn mal empfehlen? Faindbar anmachen. Lesezeit. Okay, YouTube. Also, wenn es um PlayStation-Content geht, wenn ich sehr, sehr gerne mache, ist ein Ire mit dem Namen Sean Chanson. Ist er? Alter, leckt das hier. Alter Schwede, was ist das denn? Ich würde euch ja gerne hier. Finde den gerade nicht. Gib mir 2, 3 Sekunden. Ja, warte, 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 warte. Okay, das haben wir. Das haben wir. Gut. Was haben wir noch? Also, ich suche hier mal gerade rein, was raus. Das kann man sich auch immer gut geben. Das ist der Klassiker. Okay, hier sind meine Picks für. Oh, wir sind ja gar nicht auf der Dings. Okay, warte, 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 warte. Dann nehmen wir einmal auf den Bildschirm. Wir fangen hier an. So, Sean Johnson ist ein irischer PlayStation-YouTuber, der sehr, sehr coole Videos macht. Gucke ich sehr, sehr viel. Und gerade seine Serien hier, Japan Only PlayStation 1 Games oder Obscure and Forgotten PlayStation 1 Games, ist sehr, sehr cool, sehr, sehr empfehlenswert. Immer sehr, sehr lang auch und macht total Spaß. Und er hat ein Video von mir geklaut. Läuft dir wesentlich besser bei ihm. Ich habe dieses Video original auch gemacht. Look at every Squaresoft PS1 Game. Aber ich habe keine 114.000 Klicks. Guter Mann, mache ich total gern. Dann was komplett anderes. Und zwar geht es um Basketball.
Das ist Jimmy Highroller. Und das ist so ein bisschen, er macht total Basketball-Essays. Immer aktuell, brandaktuell über Basketball, aber auch geschichtliche. Sehr geiler Stil, sehr fachkompetent. Und er zieht das immer so an Statistiken auf und bringt das in eine einfache Sprache. Und das finde ich total geil. Also man muss natürlich Basketball-Fan sein, aber den Stil finde ich super. Dann Klassiker hier aus Deutschland, The Parappa, kann man sich immer geben. Ich mag seine alten Reviews und so, seine A bis Z-Serie, einfach deutsche YouTuber-Legende. Auch witzig und so rein. Und auch mal wieder was ganz anderes, was ich sehr mag, ist Corridor Crew. Da gucke ich mir deren Serie VFX Artist Reacts to Bad and Great CGI oder Stuntman Reacts die React-Shows hier. Stuntman React oder VFX Artist Reacts immer sehr, sehr gerne an, wo die so ein bisschen hinter die Kulissen gucken von von CGI-Effekten, wie das funktioniert, wie das gemacht wird. Einfach so aus Videoschnittsicht finde ich das mega interessant. Ich kann natürlich nichts mitnehmen, weil ich eine Graupe bin, aber mag ich total gerne. Ja, haben wir so ein bisschen Kraut und Rüben so durch so meine Dings. Das gucke ich gerne. Sorry, ich hoffe, das war jetzt nicht zu ausführlich für diese Frage. Jansel, was hältst du vom YouTuber Mystic Falls? Kenne ich nicht. Ehrenmann, dass du Jimmy schaust. Yes. Kein Dark Muck. Ich bin verschwört. Ich bin über 40. Ich darf White Mode nutzen. Just a Kid from Germany. Ja, Basketball schaue ich gerne. Just a Kid from Germany ist ähnlich wie Jimmy, nur auf Deutsch. Ja, kenne ich auch. Den kenne ich natürlich auch. Und Kobe Byrne und so. Und Seabass, die gucke ich natürlich auch immer gerne. Mach bitte mal ein Video über deine Favorite Hidden Gems für die PlayStation 5 oder PlayStation 4. Ich habe gerade erst ein Hidden Gem Video für die PS5 gemacht. Bisschen Zeit noch, bis wir das nächste machen. Jansel, hast du eigentlich Interesse am System Shock Remake? Ich meine nämlich, dass dir Prey von 2017 gut gefallen hat. Ich liebe auch System Shock 2, das Ursprungsspiel. Ja, grundsätzlich schon. Grundsätzlich schon, auf jeden Fall. Sagen mir alle nix, aber cool, aber Corridor Crew ist nice. Wenn man sowas mag, sollte man Samtzockt sich anschauen. Deutscher Spieleentwickler der Spiele. Okay, Namen habe ich schon mal gehört, kenne ich jetzt selbst aber nicht. Kennst du den YouTuber Mystic? Der macht super PS3-Content, beziehungsweise PS... Ja, Mystic kenne ich natürlich, den YouTuber PlayStation News gucke ich immer ganz gerne. Was ist dein Lieblings-NBA-Team, Jansel? Da bin ich einfach noch oldschool. Ich bin in den 90ern aufgewachsen mit Michael Jordan. Da bin ich halt Chicago Bulls-Fan. Michael Jordan ist für mich nicht nur der größte Basketballer, der beste Basketballer, sondern der größte Sportler aller Zeiten. Kennst du diesen Gronkh? Nee. Doch. Ja, Yeti-Van gucke ich natürlich auch. Yeti-Van gucke ich natürlich auch. Na, da könnt ihr natürlich auch reingucken, aber ich dachte, das wisst ihr. Gute Nacht, du alte Labertasche. Jo, gute Nacht, Nico. Kobe Byrne, Max Sports, kenne ich natürlich auch, gucke ich auch. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, heute Nacht, ne? Nuggets in 5, oder? Ja. Sorry für die Verwirrung, ich meinte, wie du das Kampfsystem findest und kannst du den Hate nachvollziehen? Wie gesagt, ich kann da gar nichts nachvollziehen und auch ich habe das nicht im Bild bekommen, dass es da Hate gab, weil ich einfach völlig unbefangen an dieses Spiel rangehen möchte. Wir reden immer noch über Final Fantasy 16, ne? Nur als Kontext. Ich habe mir alle Trailer bewusst und alle Infoschnippels der letzten Monate nicht mehr angeguckt. Ich möchte das Spiel einfach spielen und ich brauche nicht mehr Info. Deswegen kann ich da nichts zu sagen. Ganze, ich habe heute Nier 360 Version gespielt. Ich finde es sehr gut, wenn ich halt vorgeschlagen kann, ist Gregor von... Ja, Gregor kenne ich... Ja, wenn ich halt vorschlagen kann, ist Gregor von den Rocket Beans Gregor, also Greg's RPG Heaven kenne ich natürlich auch. Ne, gucke ich auch ganz gerne rein, klar. Retro Rebound macht auch gute... Ja, der wird mir in letzter Zeit wird er mir oft vorgestellt, ne? Der macht immer Videos zu einem Spiel und überspricht die dann ausführlich. Ja, ja. Soll ich das auch mal machen? Einfach, ich prügel euch durch. Ich mache immer nur ein Spiel und bespreche das in einer halben Stunde und ich zwinge euch das einfach zu gucken, indem ich das immer und immer wieder mache, weil ich keinen anderen Content mache. Das wäre schon cool. Also nur noch Hausaufgaben quasi. Jedes Spiel ist eine Hausaufgabe und jedes Spiel wählt ihr das nächste Spiel für die nächste Folge. Jimmy Buckets? Nein, nicht Jimmy Buckets. Nein, nein, Nuggets in 5. Nee, nicht in Denver. Ich glaube, ich gönn's, ich würde, so sehr ich es auch Jimmy Buckets gönnen würde,
Aber ich glaube, ich gönne es genauso gut Jokic. Also der macht, er spielt eine Wahnsinnssaison und das wird mit einem Titel gekrönt werden müssen. Denkst du, wir dürfen hoffen auf ein Bloodborne 2 oder Remake? Das wäre ein Traum für mich. Also aus meiner Sicht ist es für mich unverständlich, dass da Sony in der Richtung noch nichts unternommen hat. From Software-Spiele sind auf einem All-Time-High. Bloodborne wird von allen geliebt. Ich verstehe nicht, wie man das nicht weiterführen kann. Und wenn du das nur Bluepoint gibst, um wie bei Demon's Souls einfach nur ein Remake zu machen, ist für mich unbegreiflich, warum das noch nicht passiert ist. Muss für mich einfach schon kommen. Oh mein Gott, bin auch Bulls-Fan, richtig geil, wusste gar nicht, dass du NBA schaust. Ja, ich bin da früher irgendwie, da gab es das noch im Free-TV auf DSF in den 90ern, so zur Michael-Jordan-Zeit, habe ich das immer mal reingezogen. Ich habe mir sogar damals irgendwie, habe ich glaube ich mal erzählt, ein VHS, also damals, wenn man sich die Spiele ganz angucken wollte, dann musste man sich eine VHS bestellen, bei der NBA direkt. Da habe ich mir irgendwann mal das Christmas-Game 95 oder so, da war ich richtig jung, ey. Habe ich mir das Christmas Game auf VHS bestellt, Bulls gegen Pistons mit Grant Hill und so, vielleicht war es auch 96 oder 97 oder so. Und war arschteuer, unnatürlich viel. Wenn meine Eltern wüssten, wie viel Geld ich da damals für ausgegeben habe, dann hätten sie mich, aber nur um ein Basketballspiel zu haben und zu kaufen. Absurd. Naja, absurd. Thema Hausaufgaben, das nächste Spiel beginnt mit dem letzten Buchstaben des letzten Spiels und der Hausaufgaben wäre doch auch mal eine Idee. Ja. So als Vorschlag, ja. Mal gucken. Zockst du NBA 2K? Ab und an schon. Dieses Jahr habe ich noch nicht reingeguckt, aber die letzten zwei Iterationen. Ich zock das immer schon mal ganz gerne, aber auch nicht lang. Ich habe das eine Zeit lang auch mal mit meinem Cousin gespielt, der spielt das auch ganz gerne. Dann treffen wir uns so ein bisschen Couch-Koop-mäßig und ab und an dann mal. Ne? Aber jetzt ausführlich und lang und also dafür habe ich dann auch nicht die Zeit. Ne? Ja. Spiel doch einfach mal Parappa the Rapper 2. Ich habe gehört, das soll auch nicht so gut sein. Ich mag den ersten total gerne. Ah. Ja, NBA 2K23 mit Plus gratis habe ich mir geclaimed, aber habe es noch nicht runtergeladen. Wann geht's los? Wir sind schon durch. Falls du den Xbox Showcase sehen willst, ich stelle das hier gleich online, dann kannst du es dir meinetwegen im Replay angucken. Denn wir sind jetzt schon 2,5 Stunden dabei, wir machen auch gleich Feierabend. Und dann kannst du es dir gerne nochmal so angucken. War ein guter Showcase, kann man sich gut angucken. Hoffst du auf neue Infos über das neue Mass Effect? Ja, wird Zeit, ne? Wird Zeit. Mass Effect ist ja schon lange angekündigt. Gibt es einen EA Showcase noch irgendwo? Wer war dein Lieblingswrestler? Boah. War früher? Also so ganz früher als Kind war das natürlich immer der Undertaker oder so. Oder so Shawn Michaels, ne? Später war es dann so Richtung CM Punk. Und der heutigen, ja noch so richtig ein Lieblingswrestler? Forza Motorsports war dabei, kommt am 10. Oktober. Was ist mit der PC Games Show? Startet um 22 Uhr. Ich entlasse euch gleich in die PC Games Show. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen erschöpft. Wir sind jetzt schon 2,5 Stunden drinnen. Hier sind gefühlt 417 Grad. Ich bin völlig down und ich freue mich jetzt noch was zu trinken und dann klickt gefälligst alle mein neues Video an. Habt ihr viel zu wenig bisher geguckt. Und wir sehen uns morgen zu Capcom. Ja? Morgen Capcom. Das kriege ich hin. Ubisoft wird zu eng, aber Capcom kriegen wir hin. Vielleicht gucken wir uns dann Ubisoft hinter Capcom noch an. Machen wir das so? Mal schauen. Gut, also ich bedanke mich wieder mal für die vielen Hunderte von Leuten, die jetzt noch da sind und für die viele Tausenden, die vorhin da waren. Es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war ein schöner Showcase. Schlaft gut. Genießt noch ein bisschen Sonne. Ist noch hell? Ist sogar noch ein bisschen hell. Vielleicht gehe ich noch mal kurz raus. Und ich sage, ja, tschüss und abonniert Raketen.